me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you.
So, ich denke mal, wir können langsam anfangen. Aber ich glaube, erstmal ein bisschen leiser machen. Ich denke mal, wir werden erst Sound entmuten, wenn hier der Channel moderiert ist, weil. Wie drücke ich das aus? Das ist eine ganz schöne Chaostruppe, wenn da 1000 Leute durcheinander reden. Ist nicht immer gut. Ne. Habe ich bei der letzten Besprechung schon gemerkt. Wie denn Leute krampfhaft cool sein wollen und so. Und extrem dazu noch. Oh, er ist moderiert. Hi Marcel. Abend. Küsschen geht aufs Nüsschen. Nein, hier nicht. Stopp! Darf es noch was sein? So. Hi, Power Shooter. Kekse haben wir nicht. Quarktasche kann ich dir anbieten. Ich hab Kekse, ja. Und sind bloß ein paar Leute, die jetzt reden dürfen. Warum mir ist das gerade jetzt aufgefallen, dass ich mir Talk Power geben muss? Läuft! Oh, wow. Wir starten in 4 Minuten, ja? Starten wieder. 4 Minuten, okay. Können wir nochmal Musik anmachen? Oder mit Karte? Ja, ich sag's jeden Tag. Die besseren Menschen zahlen mit Karte. Fucking Archie. Ja. Seht ihr jetzt was? Leider ja. Hilfe. Glücklich. Tschüss. Mal gucken, was da so alles besprochen wird, und danach können wir ja mal in Game gehen und noch ein bisschen rumgucken. Ah, wenigstens müssen wir bloß die Texte da unten lesen und hören das nicht alles, was die da jetzt alles für Witze reißen und was weiß ich denn alles, ne? Manche Sachen sind ja noch schon bedenklich für einen Stream und so, und die machen sich da keinen Plan. Deswegen wartet man lieber, bis der Channel moderiert ist. Aber wieso bräuchte man so eine Vorspielmusik? Ah, Moment mal. Das ist Jeopardy. Moment mal. Moment. Ich hab Pornomusik, aber. Ausmachen. Zwei Minuten. Kann ich ja schon was erzählen? Ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft. Boah, damit kommt. Und so ein Stream Deck. Rundumschlag. Upsi. Hallo Zuschauer von Luke. Eine Minute. Gehen wir den da oben abfrühstücken. Das zeugt natürlich von Feingefühl, wenn man die einzigste Talkpower hat, noch irgendwelche Zuschauer zu begrüßen. Eieieiei. Barbonzi, sie bitte. Kopfschuss? Unser Bargerät ist leider gerade kaputt. Ich kann nur mit Karte zahlen. Nein, du hast keinen Kopfschuss. Was? Kann ich auf meine Payback-Karte gehen? Payback? Nee, leider nicht. Wie war das? Shell oder ADAC? ADAC, Karte? Da gibt's noch Karte. Das hat die Abi jetzt im Rücken, ey. Das war so schlimm. Die Leute warten immer drauf, dass sie gefragt werden. Die holen die nicht mal raus oder so. Denen fällt immer erst ein, dass sie so eine Karte haben, während sie bezahlen. Ja, ist das. Wahnsinn, ja. Gut.
Es ist 20.05 Uhr. Wir starten unsere Community-Besprechung und damit ein herzlich willkommen an alle Anwesenden. Unsere Community-Besprechung am 12.09.2018. Wer zu ein Thema einen Redebeitrag hat, darf dies einmal heute an Lea Edwards richten. Die liebe Dame, die blinkt. Da unser Loa heute nur mit einem Mobiltelefon hier ist. Gut, dann gehen wir auf den ersten Thema ein, oder auf das erste Thema, Entschuldigung. Und zwar, Los Santos ist eine Millionenstadt. Spielt das auch so? Bedeutet, sollte irgendwer mal sagen, zum Beispiel zur Polizei, ja, ich habe einen schwarzen Chef da gesehen. So aus, ne? Und ich weiß ganz genau, dass XY diesen Schäfter fährt, weil gibt nur diesen einen Schäfter im RP. Denkt dran, dass Los Santos eine Millionenstadt ist. Also genau. Wir versuchen es zum Beispiel auch so zu machen, wenn Shopraub ist, beispielsweise da in der Nähe von Pacific Bluffs. Wir fahren dahin, uns kommt ein Auto um 24 oder 1 Uhr nachts entgegen. Dann ist natürlich OOC ziemlich klar, also ja, ist wahrscheinlich derjenige, der schon wieder zurückfährt. Aber grundsätzlich kann nachts um eins jeder Mensch irgendwie in so einer Riesenstadt da den Highway entlangbrettern. Natürlich werden die Leute dann in dem Moment nicht angehalten, ne? Weil es könnte ja jeder sein, wenn man das halt auf einen realistischen Kontext bezieht. Genau, oder auch mit Sachen erkennen oder sonst irgendwas. Es gibt tausende von Menschen, die den gleichen Kleidungsstil haben, macht das nicht nur daran aus. Hab das im Hinterkopf, dass es eine Millionenstadt ist, auch wenn es manchmal vielleicht den einen oder anderen ein bisschen schwerfällt. Muss ich sagen, ist mir zuerst auch schwer gefallen, aber jetzt mit der Zeit geht das sehr, sehr schnell, oder beziehungsweise kriege ich es hin. Und dabei haben wir einen Redebeitrag von Archie. Hallo, hallo, hallo. Weniger ein Redebeitrag, eher eine Rückfrage. Millionenstadt, cool, finde ich super. Die Frage ist dann nur auf der anderen Seite, wie stellt ihr euch denn das dann kopfseitig vor? Dann brauche ich als Kopf ja gar nicht mehr alleine als Streife in die Hood fahren, weil da können ja 47 Milliarden Hood-Niggis chillen, die mich gleich abknallen. Also darf ich als Kopf alleine nicht mehr in der Hood-Streife fahren, richtig? Also verstehe ich das richtig? Nur bei der IRL auch. Mit Anmarktfahrzeugen meistens, um dich zu provozieren. Man wird halt auch nur durchgefahren. Alleine machst du halt natürlich nichts, klar. Ja. Gut. Also, du kannst höchstens mal vorbeifahren, winken und dann aber schnell wieder weg, weil, ja, ne? Genau. Und Parken ist wahrscheinlich nicht so cool. Im Real ist es ja dann auch so, dass die Polizei nicht nur mit 6 Personen besetzt ist, zum Beispiel, sondern dass im Notfall halt noch was nachkommt, ne? Ja gut, auf der anderen Seite muss man ja dann im LSPD davon ausgehen, dass da mehr als nur 6 Personen drin sind, sondern halt gefühlt wahrscheinlich 500 Cops oder so. Das ist ja dann das Gegenbeispiel dazu. Also deswegen ergibt sich das ja, aber gut. Nee, das war nur eine Nachfrage zur Klärung. Danke. Nicht dafür. Gut. Dazu haben wir keine weitere Wortmeldung. Aus diesem Grunde springen wir dann einfach zum nächsten Thema, und zwar ist es das PD. Wir hatten das bei der Gang-Sitzung schon mal gehabt, bei der Community-Gang-Sitzung, sage ich jetzt einfach mal, dass es aktuell für uns im PD sehr, sehr schwer ist, mehrere Leute gleichzeitig zu bespielen, weil das PD in Hochzeiten zu 6 besetzt ist. Da kann man maximal 2 Events, 2 kleinere Events bespielen, aber diese auch nicht zu 100%, und wenn dann zum Beispiel eine dritte Partei zukommt, bleibt diese dann leider auf der Strecke manchmal. Bedenkt dieses, habt dieses auch im Hinterkopf, das gleiche zählt natürlich auch fürs LSMC, wenn die Leute die Medics anrufen und die sagen, die sind in einem Einsatz, dann nimmt das auch mal so hin. Denn die Leute machen das ja aus Spaß und nicht, weil sie es müssen. Das müsst ihr auch mit bedenken. Und wenn die dann halt nicht gleich
da sein können, so gerne wie sie es möchten, dann muss man das einfach mal hinnehmen. Ja. Dazu hatte Hector ein gutes Beispiel gehabt, das eine Mal bei der Gang-Sitzung, das kann ich vielleicht hier nochmal anbringen. Gang 1 will Interaktion mit dem PD haben, wird dahingehend auch mit RP ausgestattet. Gang 2 denkt sich genau das Gleiche, kriegt schon etwas weniger RP, weil halt nicht so viele Cops da sind. Und die Gang 3 will das dann natürlich auch haben und die kriegen dann schon gar keinen RP mehr. Also ein bisschen die Lage vom PD und LSMC auch mit berücksichtigen. Denn wir haben nicht 300 Cops oder sowas hier aktuell im Dienst. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist es der Community Manager Bereich. Nochmal hier zur Erklärung, Community Manager sind nicht die Instanz, die irgendwelche Strafen etc. pp. Verhängen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Community Management. Unsere Aufgabe als Community Management ist es, zwischen Leuten zu vermitteln, uns deren Probleme anzuhören und zusammen mit den Personen auch eine Lösung zu finden. Auch wenn es manchmal so scheint, als würden wir Strafen verhängen, es ist aber nicht so. Wenn wir zum Beispiel denken, das könnte Support relevant sein, dann geben wir das natürlich auch am Support weiter. Aber das ist in den meisten Fällen nicht so. Das meiste bleibt unter uns Community Management und wird auch nur aufbewahrt. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist das ein Redebeitrag von Casanova. Dean? Ja, erstmal die Knopf zum Muten finden. Also, Bruder. Was denn? Deine Musik. Das ist Spotify. Ach so, ich hab den Knopf noch gedrückt. Ja, ja, sorry. Ganz ohne aus Versehen. Ne? War nicht extra. Nee, das hatte ich gestern im WP noch eingestellt. Fuck. Okay, egal. ja, also das folgende Redebeitrag geht um das Waffentragen als Zivilist. Da muss ich kurz aus eigener Erfahrung sprechen als... ich fange das anders an. Also Waffentragen als Zivilist, ja. Mir ist das immer so ein bisschen aufgefallen, dass Leute dann irgendwann sich eine Waffe kaufen. Es ist in GTA, ne, weil das natürlich eher so ein bisschen alles in Richtung Kriminalität geht, wie es halt bei GTA so gegeben ist, dass sich Leute dann irgendwann eine Waffe kaufen. So. Und ich möchte, dass die Zivilisten hier unter sich, ne, oder auch Gangs an sich so, ne, sich einmal den Sinn dahinter bewusst werden, warum kaufe ich jetzt gerade diese Waffe? Wurde ich in letzter Zeit bedroht? Fühle ich mich aktuell bedroht? Hat mein Charakter Wissen über Waffen? Kann er damit umgehen? Sollte er damit umgehen? Stellt es eine Gefahr vielleicht für mich selber? Und das sollten sich nochmal die Leute so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ne, ich will jetzt auch nicht sagen, so Zivilisten dürfen sich keine Waffen kaufen, aber einfach nur für euch selber, dass ihr das ein bisschen mit einem Hintergrund auch macht, ne, und nicht einfach nur gerade so, ich kaufe mir jetzt die Waffe, weil dann fühle ich mich stärker, dann kann ich mir auch vielleicht mal ein bisschen auf der Kacke hauen, so, ne. Ich hatte zum Beispiel meinen ersten Charakter, habe ich einen Monat gespielt und er hatte nur an seinem allerletzten Tag dann auch irgendwann eine Waffe, weil der brauchte einfach keine. Der hat einfach keine Waffe gebraucht. Es war ein Typ, ne, so ein kleiner Geschäftsmann. Und da war eine Waffe halt so zum Image-mäßig auch vollkommen unnötig. Ne? Ist dann vielleicht mit einem kleinen Messer rumgelaufen, so. Das wäre die größte Bedrohung gewesen. Ansonsten halt, ne, einfach auch nochmal gucken, dann in gewissen Situationen, auch wenn ihr eine Waffe habt, da kann ich auch nochmal drauf ansprechen. Ne? Ihr werdet von jemandem bedroht, der eine Waffe schon in der Hand hat, auf euch richtet.
Und ihr zieht dann die Waffe und sagt, haha, jetzt sind wir beide in derselben Situation, haha. Auch nochmal darüber einen Gedanken machen, weil ihr müsst ja auch irgendwie die Waffe ziehen, den Gegenüber die Chance lassen, auch natürlich, ne, dass ihr das so verpackt, dass er sieht, dass ihr die Waffe zieht, ne. Immer so ein bisschen an Fairplay denken und so weiter. Und ja, das wäre es dann auch schon mit meinem Redebeitrag. Dankeschön. Ich denke, da kann man... Oh, hatten wir eine Redemeldung oder kann ich kurz was sagen? Nee, ich wollte mich nur bedanken. Achso, ja, dann bedanke dich erst nochmal. Danke, Dean, für deinen Redebeitrag. Danke, Dean. Ich denke, da kann man ganz gut anknüpfen, ne? Also wenn mehrere Leute um einen herumstehen mit Waffen, das ist ein Szenario, das kam schon häufig und überall eigentlich vor, dann ist es, glaube ich, RP-technisch nicht ganz so gut, die eigene zu ziehen, weil bis man die gezogen hat, wäre man IRL wahrscheinlich dann erschossen worden in den meisten Situationen. Somit für immer tot. Genauso ist es halt auch, wenn jemand mit einer M4 vor allem steht, so, wer wegrennt und tatsächlich das Glück hatte, bei vergangenen Aktionen dreimal aufgefordert zu werden, stehen zu bleiben, kann in Zukunft mit der Nachsicht eben nicht mehr rechnen, weil man das wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht machen würde. Und es wäre aber auch nur zu schade und deswegen einfach so ein bisschen noch in den Appell an alle, wenn solche Events dann mit Headshots enden, weil sie sonst unrealistisch werden. Also, ich meine jetzt nur mechanisch gesehen, natürlich nicht RP-technisch Headshots. Aber wenn die Leute sonst nicht zu stoppen sind, dann gut, ne? Obwohl sie halt in der RP-technischen Verlierersituation sind. Ja. War's, Bonzi? Das war's. Okay. Bau oder mit Karte? Am besten mit Karte. Okay, gut. Machen wir nachher. Gut, Luke wollte nochmal zum vorigen Thema was sagen. Kam leider zu spät bei mir an, Luke. Aber du darfst gerne. Ja, kein Problem. Und zwar geht es da jetzt nicht gerade um Community Management, oder es geht eher um den allgemeinen Support hier. Und zwar, ich war auch eine sehr lange Zeit hier Supporter und ich habe auch öfters mal noch den Warteraum im Blick. Und wenn da halt mal jemand drinstehen hat, ich habe eine kurze Frage, dann schreibe ich manchmal auch den Personen, was hast du denn für ein Problem? Oder kannst du das vielleicht auch im Talk-Channel fragen? Und das ist auch die letzten Tage mal passiert. Und dann kam eine Frage so, die mich etwas zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar, wo mein Auto ist. Wenn ich mich im RP frage, wo mein Auto ist, dann setze ich mich nicht in den Support. Sondern das ist eine RP-Sache, die auch bitte im RP geklärt wird. Weil der Support hat schon sehr viel Arbeit hier. Genau. Und das sind einfach Dinge, die einen unnötig aufhalten. Da ruft man die Polizei an. Ja, einfach unnötig blockieren. Ganz easy. Und deswegen, auch wenn ihr gerade vielleicht kleine Fragen habt, kommt doch einfach in den Talk-Channel. Ich meine, das vielleicht kommt da mal vielleicht ein dummer Kommentar, wenn man dann auch noch IC-Sachen fragt, aber an sich sind wir doch alle ganz nett im Talk-Channel und man kann auch kleine Dinge einfach mal fragen und da wird, denke ich mal, auch von der Community einen kleinen Support gegeben. Und ja, das wollte ich einfach nur mal an der Stelle sagen, dass halt vielleicht einfach mal der Talk-Channel auch den Support leistet, den man vielleicht auch oben bekommt, und aber nicht den eigentlichen Support oder Support-Team damit auffällt. Gibt nämlich viele Fragen, die man halt wahrscheinlich im RP klären sollte. Fragen, die zum Beispiel OC überhaupt nicht zu suchen haben, ist, wo finde ich XY, beispielsweise mein Auto, ne? Wie werde ich Cop? Wenn man diese Sachen OC in Erfahrung bringt, also ich verstehe die Intention persönlich überhaupt nicht dahinter, weil man nimmt sich ja da schon einfach eine Story von einer halben Stunde so. Leute zu treffen, sie anzusprechen, ein erstes Gesprächsthema tatsächlich zu haben, eben bei der aktiven Suche so nach einem Job oder nach einem Item oder ähnlichem. Da braucht man den Support tatsächlich nicht mit belasten, sondern eher seine eigene Geschichte auf ein Projekt schreiben. Das ist ja richtig, ja. Danke, Luke, für deine Meldung. Dazu haben wir eine Wortmeldung von Frank Winkler. Ja, ich suche. Ja. Ja, dann wollte ich da mal fragen, weil ich das ja auch schon öfters gehört habe. Ich habe mein Auto da abgestellt, ich habe es auf jeden Fall abgeschlossen. Despawnen die Autos dann oder sind die dann wirklich woanders? Weil wenn die despawnen, dann... Gut, ich ziehe jetzt die
Talk Power weg, weil ich denke, wir haben es gerade ziemlich genau gesagt, dass das hier nicht angesprochen werden soll, sondern deine Story in-game ist. Tudu. Gut, dazu haben wir keine weitere Wortmeldung. Dann würde ich auf ein Thema eingehen, und zwar den Governor. Bitte seht den Governor IC nicht als Ingame-Supporter an. Bedeutet, er hat zum Team genauso viel Kontakt wie jeder andere hier. Bedeutet, er weiß nicht, wann Future XY fertig wird. Er weiß nicht, wann ja, die Polizei da ist. Er weiß so viel wie ihr. Das würde ich euch damit sagen. Der Governor ist die Rolle im RP und versucht in-game Sachen zu regeln, etc. pp. Aber er ist nicht der Support in-game, wenn ihr jetzt zum Beispiel OOC auf ihn zukommt und fragt, weißt du, wann Future XY fertig ist, weil ich warte da schon, was weiß ich nicht, wie lange drauf. Das kann er euch auch nicht erklären. Er ist normaler Spieler und hat einen etwas hochgestellten Charakter in-game, aber nicht OOC. Also er kriegt nicht mehr Infos wie ihr. Dazu könnte am besten Lea noch was sagen, weil Lea hatte nämlich gestern ein Gespräch. Bitte, Lea. Ja, oh Gott, jetzt muss ich mal... genau, also es geht eigentlich auch direkt darum, dass wenn... Wir sind alle neugierig und natürlich hat der Governor Kontakte, sag ich mal, auch zu den Ministern und sowas. Aber bitte, bitte nicht für, ich sag mal, aus OOC-Gründen den Governor fragen, wenn das offensichtlich eine Feature-Anfrage ist. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sondern betrachtet, fragt euch da auch, wenn würde ich in Real Life den Governor auch wegen sowas kontaktieren. Und wenn es wirklich eine serverbezogene Frage ist, dann hat das nichts beim Governor zu suchen. Vielleicht dazu. Danke, Lea. Und damit kommen wir schon zum letzten Punkt, weil ich dazu auch keine Wortmeldungen bekommen habe. Und zwar wäre der letzte Punkt Kritik, Wünsche und Vorschläge. Da könnt ihr alles reinhauen, beziehungsweise uns sagen, was euch gefällt, was ihr euch vielleicht wünscht oder sogar stört. Das wäre uns sehr wichtig, dass wir auch Feedback von euch bekommen, um zu wissen, woran wir vielleicht mehr, ja, oder was wir mehr Beachtung schenken sollten. Oder was auch ganz gut klappt. Denn jetzt seid ihr gefragt. Alle? Sehen Sie. Hallo. Folgendes. Wir haben heute, gerade heute, das Thema ziemlich offen gehabt. Thema Sexismus. Wir hatten das in der Art schon mal. Ich entschuldige das Lalelü im Hintergrund. In der Community-Sitzung, ich würde es ganz gerne nochmal ansprechen. Es geht nicht darum, wer irgendwie irgendwo angeflirtet wird, da beziehe ich mich jetzt gerade nicht drauf. Es geht mir gerade vorrangig um Beleidigung. Ich möchte euch bitten, einfach darauf zu achten, dass ihr ein gewisses Maß, nicht nur Sexismus betreffend, sondern auch Rassismus betreffend, generelle Beleidigungen, einfach ein gewisses Maß an Beleidigungen nicht überschreitet. Moin, das heißt, Fastblade. Jemanden dauerhaft oder permanent auf eine Art und Weise zu flamen, dass das wirklich an Sachen grenzt, wo man einfach Bauchschmerzen kriegt und nicht mehr schlafen kann bei.
wäre das schön, wenn ihr das einfach lasst. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass ich das ansprechen muss, weil eigentlich sind wir alles erwachsene Menschen. Ein gewisses Maß an Umgang miteinander, egal welche Art von Charakter wir spielen, sollte eigentlich vorhanden sein. Außerdem habe ich noch eine Sache, gerade was RP-Neulinge angeht. Solltet ihr die unterwegs auf dem Server treffen, würde ich auch nochmal alle RPler anhalten, gerade die, die echt mehr Erfahrung haben und so weiter, dass ihr die vielleicht eher abholt, als gegen die Wand zu spielen. Ich weiß, das ist immer schwierig. Und ich weiß, dass das gerade auch RP-bezogen sein muss, aber wir hatten jetzt in letzter Zeit schon öfter den Fall, dass die Leute einfach absolut gegen die Wand gespielt worden sind. Da vielleicht einfach nur so ein bisschen Rücksicht nehmen. Natürlich solltet ihr euren Charakter nicht verbiegen und so, das meine ich nicht. Aber immer dran denken, nicht alle haben so viel Erfahrung wie ihr auf dem Server. Und damit bin ich schon fertig. Danke auch für deinen Redebeitrag, Harley. Wir haben einen Redebeitrag von Charlie. Hallo. Hallo. Ich wollte noch mal kurz was zu dem sagen, was Harley gerade gesagt hat mit dem Thema Sexismus. Es ist eine Grauzone, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch als Frau, die schon eine Weile RP spielt, habe ich mir schon diverse Situationen und Dinge anhören müssen. Egal, welche Rolle ich gespielt habe und egal, welche Rolle mir gegenüberstand. Ich sage immer, wir spielen hier auf einem Hardcore-RP-Server. Und wenn jemand einen Gang-Charakter spielt, dann ist die Ausdrucksart und Weise eine andere als bei jemandem, der Medizin studiert hat, ein Polizist ist oder sonst irgendwas. Ich finde, viele unterscheiden nicht mehr, spricht die Person mich jetzt gerade IC an oder beleidigt er mich in dem Fall OOC. Wenn also jemand vor mir steht und zu mir MRP sagt, ich bin eine Bitch oder eine Schlampe oder noch Schlimmeres. Dieser Charakter ist halt ein Gang-Charakter, der ein Problem mit Frauen hat, weil es in seiner Gang halt keine Frauen gibt. Ich spiele im gleichen Fall auch einen Gang-Charakter. Dann kann ich in dem Fall unterscheiden, dass er das nicht OOC zu mir sagt. Und da ist es halt ein schwieriges Thema. Es gibt auf anderen Servern die Regelungen, man darf das N-Wort nicht mehr benutzen, man darf das liebevolle Hurensohn nicht mehr benutzen. Ist die Frage, wie weit wollt ihr da quasi den Leuten in Anführungszeichen den Mund verbieten? Weil es endet irgendwann darin, dass man gewisse Worte gar nicht mehr benutzen darf, sich nicht mehr traut, gewisse Sachen zu sagen, weil man immer Angst haben muss, dass irgendeiner das OOC mitnimmt. Und zu dem Thema, wir sind alt genug, ich glaube, jeder sollte wissen, ab wann jemand das OOC sagt oder ab wann es jemand IC sagt. Genau, da hast du vollkommen recht. Okay. Und es ist immer noch RP und es ist Hardcore-RP. Und wenn mich jemand Hardcore-RP-mäßig beleidigt, dann ist es halt einfach so. Da muss man OOC vielleicht auch mal drüber nachdenken. Sagt er das jetzt in der Rolle oder sagt er das wirklich zu mir? Klar, wenn jemand da ausfallen wird im RP, wo man wirklich deutlich merkt, der nimmt das mit, der spricht jetzt OOC mit mir, dann ist es was anderes. Aber ich finde dieses Verbieten gewisser Worte, Leute da irgendwie, keine Ahnung, denen zu sagen, sie dürfen nicht mehr das und das sagen, das hat für mich nichts mit Sexismus zu tun, das ist eine Rolle, die sie spielen und keine Ahnung. Danke. Gut, dann genau, also du hast vollkommen recht, dass man natürlich gewisse Dinge im RP machen kann, wenn es mit dem Charakter vertretbar ist. Oldyard hat den Satz unten einmal reingeschrieben, dass Sachen wie Rassismus, Extremismus, Sexismus, Beleidigung oder ähnliches, wenn dann nur eine Nebenrolle im RP einnehmen sollen. Beispielsweise spiele ich wahrscheinlich eher im RP keinen Nationalsozialist, weil mich dann alle sehr komisch angucken würden, weil, wie gesagt, das als Hauptmotivation für die Charakterrepräsentation zu nehmen, schwierig. Ne? Beleidigungen sollen ja dadurch auch nicht verboten werden. Also wenn das irgendwo auch falsch verstanden wurde, dann Entschuldigung dafür auf jeden Fall. Die Sache ist nur, wenn innerhalb von 5 Minuten 20 Mal das Wort irgendwie Hure, Bitch oder sonst irgendwas und als Hauptmotivation einfach des Anspielens mit einer Person irgendwie fällt, dann ist das schon tatsächlich sehr, sehr sexistisch oder halt sehr extrem und soll eventuell auch die Leute triggern, wie Gashi es schreibt. Und da muss man halt schon sagen, so ist das jetzt wirklich dann gerade irgendwie eine RP-Spielgrundlage, auf die man wirklich gemeinsam mit anderen Leuten aufbauen kann? Oder ist das jetzt gerade einfach nur irgendwie pure Verachtung? So ein
Da kann man dann tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mehr draus machen, als die ganze Zeit nur abfällige Worte zu äußern, sondern auch irgendwie eine große Spielsituation darum gestalten, gemeinsam RP spielen, gemeinsam RP erleben. Wally, hast du dazu noch was? Oder? Ja, ich wollte natürlich nicht ausdrücken, dass ihr keine Beleidigung mehr raushauen sollt, um Gottes Willen. Wenn mich irgendwer dreimal, keine Ahnung, Kuchen nennt, dann ist das halt so. Irgendwann kriegt er dann eine geflankt. Das ist nicht das Problem. Es ist das Problem, dass ihr bitte abschätzen sollt, ab wann wird es tatsächlich zu einer Beleidigung, zu einer Personengruppe und das auch noch dauerhaft und ohne RP-Hintergrund, beziehungsweise wo der RP-Hintergrund halt einfach irgendwann dann kleiner ist als die Beleidigung. Nur darum geht's. Ja, dann wäre ich dann schon wieder fertig. Gut, dann nehmen wir Casanova. Ist gerade noch einer vor mir, weil ich müsste kurz in die Küche gehen. Ich bin in einer Minute wieder da. Ich beeile mich, ja, versprochen. Natürlich schlecht, weil wir haben nämlich ein neues Thema. Wir überbrücken das ganz elegant mit einer kleinen Talkrunde. Max, wie war dein Tag? Alles bestens bei dir? Ja, anstrengend, aber im Großen und Ganzen war er sehr nett, ja. So hätte eigentlich, wie oft hast du heute gefragt, Bar oder mit Karte? Nicht so oft, ich hatte die Frühschicht, das hat sich in Grenzen gehalten. Bin mit der Kollegin um die Wette geraucht, hab natürlich gewonnen, wie immer. Wenn du eine Prozentzahl sagen müsstest, wie viel Bar und mit Karte bezahlen, was würdest du sagen? 50-50. Gut, aber ich habe eine Wortmeldung bekommen. Von Dibu. Hallo. Ja, also ich greife, also das passt ja noch halb zu dem Thema. Warte, ich muss kurz hochscrollen. Unser lieber Shaki aka Smokey hat eben im Chat gefragt, was macht man mit Leuten, die onstream sagen, Zitat, ja, der mag meinen Char nicht, der hat auch was gegen mich, OOC. Also generell, was man da macht, also ich bin ehrlich, ich würde damit zum Support gehen, wenn ich mitkriegen würde, dass das bei mir der Fall wäre, weil Person es dann nicht verstanden hat, wenn man es fast schon so sagen kann. Weil wenn man den Char im RP vor einem hasst, nur wenn man die Person OOC hasst, dann hat man das ganze Prinzip meiner Meinung nach gar nicht von RP verstanden, weil ich kenne die Situation selber, aber man sollte sich in dem Moment raffen und die Person dann neutral sehen, auch wenn man sie OOC vielleicht nicht mag und andere Ansichten hat. Weil solange die Person einem im RP neutral gegenübersteht, obwohl man sich eigentlich nicht mag, dann sollte man das Ganze auch so handhaben und nicht irgendwie da im RP quasi abwertend zu der Person sein, nur weil man sie OOC nicht mag, obwohl es da gar keinen RP-Grund für gibt. Also wenn man auf so einer Grundlage spielt, hat man in meinen Augen erstens unsere Philosophie gar nicht verstanden und zweitens RP auch nicht, weil das gehört da nicht hin. Und das war's. Okay, dann kurz mein Thema hier. Da ich es in den letzten Tagen öfter gehört habe, ne, wenn man Leute im Support hat und denen einen gewissen Vorwurf macht, was das denn soll, dann kommt die Begründung sehr oft. Ja, das sehen wir aber auch voll oft bei anderen Leuten und die kriegen dafür keinen Ärger oder was. Ja, weil die keiner reportet von euch. Und solange uns nichts vorliegt, keine Beweise da sind, können wir nichts machen. Also, wenn ihr euch beschwert über etwas und damit nicht in Support kommt, dann dürft ihr euch darüber nicht beschweren. Deswegen am besten immer, wenn ihr irgendwas habt, ab in Support, ab in die Suppenküche, vielen Dank. Und ja, dann am besten hier noch einmal, ich schicke euch immer hier so einen schönen Link, PlayCV. Damit könnt ihr Dinge im Hintergrund aufnehmen. Ganz einfach, guckt euch ein Tutorial auf YouTube an, wenn ihr es selber nicht so ganz rafft. Könnt ihr dann schön Clips machen, uns geben und wir kümmern uns drum. Dankeschön. Genau, weil FailRP natürlich niemals mit FailRP rechtfertigen ist, ne? Aber der hat doch auch, ist eine ziemlich schlechte Diskussionsgrundlage in einem Fall, der einen selbst betrifft. Vielmehr ist da halt eigentlich tatsächlich so die Einsicht gefragt oder mal drüber nachzudenken, ob man das selber so spielen möchte. Und wenn andere Leute einen da negativ tangieren, dann ist natürlich auch kein Problem, sich beim Support oder bei uns zu melden. Dann gibt es häufig auch das Argument so, ja, aber ich möchte ja RP spielen, ich bin berufstätig und habe nicht abends die Zeit, mich 5 Stunden in den Support zu setzen. Mag richtig sein,
aber eventuell eine Blaze-TV-Aufnahme davon gehabt, den Clip kurz hochgeladen, sich im Live-Support gemeldet, wir haben so ein Feature, den Rest regelt der Support dann mit dem Proof. Also ist eigentlich gar kein Problem, ist gar nicht so eine große Sache und wenn ihr euch tatsächlich irgendwie negativ beeinflusst fühlt, dann sind das Themen, über die man sprechen kann, über die wir sprechen wollen, um das RP-Niveau hochzuhalten und auch unser Bestes dafür tun. Sollte aber niemals eine Entschuldigung dafür sein, dass man selber Fehlverhalten zeigt, dass andere eventuell auch mal Fehlverhalten gezeigt haben. Noch zumal, wenn man es selber nicht gemeldet hat, weil dann hat man an dem Punkt auch nichts, über das man sich beschweren kann. Okay, von dem Herrn Trust sind sein Mikro. Dann würde ich mal kurz einspringen. Moment, ich muss als erst sagen, vielen Dank für deinen Redebeitrag. Ja. Und die Amy möchte zu einem anderen Thema etwas sagen. Hallo. Also das Thema bezieht sich auf das Anwalts-RP größtenteils, weil momentan ist es so, als Anwalt, man versucht, ständig Schriftstücke aufzusetzen. Ich meine, es ist bloß ein Richter am Start, okay. Allerdings muss man dazu sagen, PD, wie auch schon gesagt, ist jetzt auch nicht ganz so reich bedeckt und man versucht immer wieder mit Schriftstücken und da eine Klage oder einfach nur eine Aufforderung hinzuschreiben. Und man läuft wie gegen eine Wand. Und das Letzte, was ich erlebt habe, wo für mich dann auch das ganze RP vorbei war, war einfach so, ich war im PD als Anwältin, weil Fahrzeuge abgeschleppt worden sind, die wirklich sehr, sehr versteckt standen. Also da musste ein Polizist schon wirklich danach suchen, dass diese Fahrzeuge, die waren in einer Scheune, irgendwo unter Gleisen und in einem Park, was wirklich nicht so direkt an der Straße liegt. Da war meine erste Frage natürlich im PD, warum oder wer hat das Ganze, die Fahrzeuge abgeschleppt und warum? Und da kam bloß so, ja, weil die widerrechtlich geparkt sind, aufgrund, ja, es liegt kein Mietsvertrag vor. Jetzt ist es natürlich für mich schwierig als Anwältin und ich meine, es gibt keine Makler im RP, einen Mietsvertrag einfach so irgendwo herzuholen. Und für den Moment, wo ich das auch gehört habe, war für mich auch, dass es geht wirklich in Richtung Power-AP, weil ich bin dann raus zum Mandanten, habe dasselbe Spiel gesagt, die haben zu mir auch gesagt, ja, aber es gibt keine Makler hier im RP, wo sollen wir jetzt diesen Mietsvertrag herholen? Das heißt, mag ich ganz gerne einhaken direkt. Ja. Power-AP, meiner Meinung nach überhaupt nicht, derzeit gibt es tatsächlich kein Wohnrecht, das man sich so kaufen kann. Man kann natürlich erwähnen, dass man irgendwo zur Miete wohnt. Wenn man sich allerdings dann einer der luxuriösesten Immobilien der ganzen Insel irgendwie raussucht, meint das nun sein Eigenheim zu nennen, dann kann es passieren, dass das Event jemand anspielt, weil er sagt, hey Bruder, das ist ein bisschen komisch, dass er so eine riesen Bude auf einmal hat. Was ist denn da der EP-Hintergrund? Und dann wird halt mal gefragt. Und dann gibt es durchaus die Möglichkeit, sich mal hinzusetzen und eventuell einfach dieses Dokument eben im Rahmen dieses RPs, weil man ja diese wahnsinnig tolle Immobilie irgendwie für sich selbst oder seine Organisation, seine Gruppierung, seine Gang, was auch immer beanspruchen möchte. Wenn es jemand also anspielt, hat man die Möglichkeit, da entsprechend Wege im RP zu finden. Grundsätzlich ist das aber eine Sache, glaube ich, die auch schon mit dir besprochen wurde und ja, was grundsätzlich ein Supportfall ist. Ja, also wenn du da Probleme hast, denke ich, ist das dann eher nichts, wo hier irgendwie... Naja, es geht aber im Grunde dann darum, mir wurde, also wie gesagt, ich habe das angesprochen, weil ich bin nicht eine, die sofort im Support rennt und ich meine, meine Aufnahme ist im Nachhinein natürlich auch nicht so die beste gewesen. Ich habe das einfach angesprochen, weil für mich war in dem Moment erstmal und für den Mandanten das RP vorbei. Und klar, ich kann als Anwältin, könnte ich jetzt irgendwo was herziehen, aber das wäre nicht Hardcore-RP in dem Sinne. Und da wurde gesagt, ja, du könntest auch jeden x-beliebigen auf der Straße bestimmen und der setzt dir das Dokument so nach Motto auf. Dann haben wir ein bisschen im Talk-Channel auch geredet und dann ging das dann so weit, dass gesagt wurde, ja, wenn ich denn hier jeden x-beliebigen bestimmen kann, dann ist demnächst ein neuer User auf einmal Makler und der kramt irgendwo ein Dokument hervor, wo drauf steht, das Grundstück vom LSPD gehört Amy Richards, ja? Und Amy Richards fordert jetzt, dass das ganze LSPD abgerissen wird. Sehe ich persönlich ganz, ganz anders. Man muss immer überlegen, was ist in dem RP-Kontext sinnvoll erklärbar, was ist einbettbar und wo kann ich mir eventuell Gedanken machen, dieses RP, was eventuell ich angespielt kurz wurde, auf Toilette. Sinnvoll und schön weiterzuspielen. Wenn ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich argumentationstechnisch nicht mehr weiter weiß, hat möglicherweise die andere Partei gewonnen.
Ja. Oder ich lasse mir was einfallen. Aber wenn das, sag ich mal, ein Gespräch von knapp 2 Minuten ist, ist es für mich dann wirklich in die Richtung, der bedrängt mich so stark, dass ich gar nichts anderes machen kann. Ich habe dir eben mindestens einen Weg aufgezeigt, demnach denke ich, dass das Thema hier beendet ist. Ja. Und wie gesagt, wir hatten es schon im Support, ne? Ich kann weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Wortmeldung. Wir gehen weiter zu Debo. Hallo, bin ich? Ja, ich bin entmutet. Ich wollte nochmal grob erneut das Thema vom Smokey aufgreifen, weil er jetzt quasi eben, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wer von euch das hier im Chat mitverfolgt hat. Also es hat für mich jetzt so leicht den Eindruck gemacht, dass er ein bisschen an der Arbeit vom Support zweifelt, beziehungsweise vielleicht eine andere Meinung hat oder das anders gelöst hätte oder vielleicht habe ich das gerade falsch aufgefasst, aber das hat mich jetzt dazu bewegt, das hier nochmal öffentlich zu sagen. Das ist jetzt nichts direkt an dich, Shucky, Smokey, falls du das jetzt denkst. Ich sage das nur nochmal allgemein. Wenn ihr ein Problem mit dem Support habt, dann sprecht bitte den Support direkt an und macht das nicht immer über Dritte oder sagt hier, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen. Die Jungs, die sind bestimmt nicht perfekt. Die machen vielleicht hier und da auch mal einen Fehler. Aber ihr wisst auch nicht, was da alles abgeht. Also manchmal sieht es vielleicht in der Öffentlichkeit nach einer Fehlentscheidung aus, aber man weiß auch nicht, was dann hinter den Kulissen abgegangen ist. Vielleicht haben die auch einen Grund dafür, warum sie sich so entschieden haben. Deswegen, ich weiß, es ist schwer. Ich habe auch manchmal andere Meinungen und würde am liebsten direkt drauf losschreien, was habt ihr da getan oder was auch immer. Aber ich behalte mir immer wieder im Hinterkopf, die Jungs haben bestimmt schon einen Grund dafür und die sind ja nicht ohne Grund unsere Supporter, wir vertrauen denen schon. Deswegen schenkt den Supportern ein bisschen Vertrauen, auch wenn es vielleicht hier und da mal nicht so gut aussieht, was sie da für eine Entscheidung getroffen haben. Die Jungs werden schon ihre Begründung dafür haben. Und die sind aktuell auch etwas, sagen wir mal, mit sehr viel Arbeit belegt. Deswegen kann das mal sein, dass hier und da vielleicht eine kleine Fehlentscheidung getroffen wird. Aber im Großen und Ganzen versuchen die Jungs einfach nur fair zu handeln und dass jeder irgendwo berücksichtigt wird. Ich muss da direkt einfach mal anschließen, weil ich das jetzt in den letzten Tagen so oft mitbekommen habe. Ja, gerne. Und wir entscheiden auch gewisse Dinge nie alleine. Wir haben jetzt in den letzten Wochen eigentlich immer wirklich alles mit einer sehr großen Gruppe von 5, 6, 7 Personen, die alle verschiedene Meinungen haben, entschieden. Das macht nicht einfach nur einer alleine und wir nehmen uns ultra viel Zeit und das merke ich auch selber so. Ich habe die letzten Tage, mein Brain ist einfach nur am Rauchen. Ultra viel Zeit für die ganze Scheiße. Nicht für die ganze Scheiße, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und versuchen da wirklich das Bestmöglichste für jede Partei einfach da rauszufinden. Aber irgendwann sind wir auch mit dem Reden am Ende und dann gibt es halt andere Konsequenzen. Da müsst ihr euch halt auch ein bisschen darüber bewusst sein. Wie gesagt, wir sind da wirklich echt, also da ist keine Entscheidung einfach so getroffen. Das ist immer eine Entscheidung von sehr vielen Leuten zusammen. Danke. Gut. Danken wir uns auf jeden Fall auch bei dir für deinen Redebeitrag. Als nächstes haben wir Denver John. Hallo. Denver, du kannst. Muss dich aber entmuten. Hab ich. Jetzt. Hört man mich, ja? Ja. Okay. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz, auch wenn Marcel das so ein bisschen beendet hat, das Thema, aber dieses Thema Mieten, was Amy angesprochen hat, tatsächlich ist da eigentlich auch eine Lösung im AP bereits erfolgt, weil ich in diese Sache auch involviert wurde. Allerdings ist das auch ein Thema, was vorhin unter dem Thema Governor mit angesprochen wurde, weil das eigentlich nicht Aufgabe ist des Governors, jedenfalls aus meiner Sicht. Und das sind halt nicht, ist nicht nur ein Fall, dass Leute fragen, Mensch, so unterschwellig kommt da die Frage auf, Mensch, weißt du, wann letzten Endes Gebäude verkauft werden, ob man die kaufen kann, ob die vermietet werden? Und ich weiß es halt einfach auch nicht. Und das ist halt eins von diesen Themen, wo ich das Gefühl habe, dass man unterschwellig quasi versucht, den Governor als, sag mal, in Anführungsstrichen, Spielball zwischen normalen Spieler und Support zu benutzen, ja, um irgendwelche Infos über diesen Weg rauszukriegen. Ob ich das nur so interpretiere oder nicht, auf jeden Fall ist es halt auch für mich dann schwierig, diese Fragen dann zu beantworten.
Ich habe das in diesem Fall, ist das tatsächlich auch eigentlich erledigt, dieses Thema im RP. Ich wusste nicht davon, dass das irgendwie im Support war. Keine Ahnung. Aber das ist ein ähnliches Thema wie zum Beispiel Personalausweise, die verloren gegangen sind und so weiter. Ja, und die kann, das kann man so schwer bespielen. Und naja, das war es nur von meiner Seite. Danken wir uns auch bei dir für deine Wortmeldung. Da würde ich auch noch mal kurz was zu sagen. Der Denver John kennt das ja auch, wir kennen das ja auch, die Minister, sage ich mal, ob Hamilton, ob Blair oder etc. pp. Bei uns ist es auch, wir möchten halt auch gerade Hamilton-Leute, die Wirtschaftsleute, wir wollen halt nicht angesprochen werden, OOC, weil alles kann man IC klären. Und wenn ein OOC-Gespräch Bedarf ist, dann werden wir uns melden. Alles andere kann man tatsächlich IC klären und das soll auch so gehandhabt werden. Also wenn wir dann abblocken, wenn ihr mich zum Beispiel anschreibt über meinen Account, dass ich dann abblocke und sage, geh zum Support oder etc. pp. Das ist nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern weil ich und den Rest der Leute im Prinzip schützen möchte, weil wenn wir einmal das zulassen, dass wir halt diese Gespräche führen, dann kommen sie alle und wir haben genug Arbeit damit, und natürlich auch noch mehr Arbeit, die wir haben, weil wir sind nicht nur Wirtschaftsdudes, sondern auch noch viel mehr. Und wenn wir da noch uns drauf einlassen, dann kriegen wir gar nichts mehr gebacken und dann dauert vielleicht alles noch viel, viel länger. Daher würde ich euch alle bitten, wenn ihr Fragen habt, klärt das IC, versucht das IC zu erfragen, wie das geht. Fragt Leute, die schon Unternehmen haben, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das vielleicht machen könnt, auch IC fragen. Bezüglich Anträge oder auch gerade E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse findet ihr nicht im Forum öffentlich. Also nur über Wirtschaftsteil könnt ihr was posten. Aber auch da nur Anträge. Strengt euch ein bisschen an. Bitte IC und das dazu. Dankeschön. Oh, danke für deinen Redebeitrag, Nuduki. Dann kommen wir zu Leon Kruse. Jan Labend. So, ich bin einer derjenigen, wo gerade die ganzen Autos abgeschleppt worden sind, aber ich will auch nicht weiter auf das Thema eingehen, weil wir halt schon IC gelöst haben, alles soweit. Da möchte ich nur so einen kleinen Tipp so an die Polizei geben. Da sind nämlich zwei Sachen extrem an den Nieren gegangen. Versucht doch mal einen anderen Weg zu finden, wenn ihr so Autos seht, weil die waren ja wirklich nicht im Weg und sonst hätte man ja mal die Leute anschreiben können und nicht direkt einfach abschleppen. Ich denke, man würde das ganze RP ein bisschen mehr fördern und nicht direkt böses Blut schmieden, sagen wir mal so. Und das andere am Telefon, ich hatte natürlich angerufen, weil ich bin erstmal IC natürlich von einem Diebstahl ausgegangen. Da wurde dann kurz knapp geredet, ja, und dann wollte ich fragen, warum die abgeschleppt wird, darf ich nicht sagen, war die Antwort und wurde aufgelegt. Also, ich weiß nicht, das macht die Polizei eigentlich nicht. Also, vielleicht hat mal so als kleine Kritik, positive, also Kritik annehmen und das müsste anders regeln. Da komme ich jetzt nochmal drauf zu. Das sind Sachen, die IC geklärt werden sollen. Wenn wir als Team können da nicht eingreifen, wie die Polizei reagiert. Und das war jetzt auch nur ein Tipp, so ein allgemeiner Tipp für die Polizisten. Das war, ja, aber, ja, aber du bewertest ja gerade RP, wo du die Hintergründe auch gar nicht kennst, warum es gemacht wird. Ich habe mir mal was reingeschrieben, vielleicht liegt es auch einfach am Object-Streamer, der nur 40 bis 60 Objekte in der Streaming-Range irgendwie handeln kann und es deshalb vermehrt zu Problemen kam. Die Polizei meist oder fast ausschließlich widerrechtlich geparkte Fahrzeuge oder halt Fahrzeuge, die schon sehr, sehr lange irgendwo abseits parken und verwesen, dann einfach abschleppen lässt. Klar werden dann auch mal andere Fahrzeuge mitgenommen, die vielleicht dort jetzt das hätten nicht hätten nicht mitgenommen werden dürfen. Es gibt dafür einen RP-Hintergrund und ich finde es auch nichts, was jetzt hier irgendwie groß diskutiert werden muss, weil man kann es im RP ausspielen und wie gesagt, man kennt meistens nur die eigene Sicht und ja, schwierig, ne? Ich habe ja jetzt auch nur einen Tipp gegeben, so wie viele andere das auch machen. Ja, klar, weil du sagst, du guckst da das und das falsch, aber vielleicht haben die ja Gründe dafür. So. Ja, ne? Also, das wurde ja IC gelöst, deswegen war das jetzt ein reiner Tipp. Also, okay, wenn ich das nicht soll, dann lasse ich es zunächst. Nein, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich gebe dir den Tipp, vielleicht dir nicht zu voreilig, und das ist auch nur ein Tipp, dir ein Bild von anderem RP zu machen. Oder es dann halt einfach zu spielen und zu gucken, ob du eventuell auch dann hier
Die Anwälte, die sind sehr, sehr frustriert, da sie wenig zu tun haben, manchmal vielleicht auch nichts machen dürfen oder sonst irgendwas. Vielleicht dann über die einfach nur ein neues RP zu starten und da zu gucken, welche Geschichte du draus schreiben kannst. Aus diesem negativen Erlebnis heraus. Das war jetzt gar nicht mal so böse gemeint, also fühl dich jetzt nicht zu angegriffen. Sondern, genau, das haben wir ja auch gemacht. Ihre Restanwältin alles eingeschaltet und die wurde abgefertigt. Also dann läuft ja alles. Ich wollte auch nicht weiter darauf rumrennen, weil jetzt einfach nur so ein Tipp, dass man vielleicht mal andere Wege sucht. Vielleicht ein bisschen weiter auszubreiten. Oh, danke fürs Loot. Klar, wir würden auch gerne aus jedem RP mindestens ein 12-Stunden-RP machen. Weil ich weiß ja nicht, an der Stelle vielleicht auch nochmal gesagt, halt, dass zu Hochzeiten teilweise so 6 Corps im Dienst sind, die von allen Gruppen bespielt werden und nur immer das RP bespielen können, in dem sie gerade involviert sind. So leid es uns tut, so gern wir mehr Leute bespielen würden. Es ist leider nicht immer möglich, alle RPs bis zum Maximum auszuspielen. Das liegt derzeit an der Manneskraft. Es tut uns sehr, sehr leid. Wir würden es ja, so gerne Problem. Machen. Und jedes Mal, wenn ich jemanden mit Hass aus dem PD rausschmeiße, hat es einen Grund. Manchmal ist mein Charakter launisch, klar. Manchmal bin ich launig, aber manchmal ist es auch einfach gar nicht möglich, alle zu bespielen. Und eine Situation muss kurzfristig beendet werden, um die andere fertig zu spielen. Ist blöd, verstehe ich. Aber wir müssen halt gucken, wie wir unser RP sauber beenden, um dann wieder sauber uns auf neue Geschichten einlassen zu können, was wir natürlich liebend gerne machen, weil wir das RP ja wollen. Wir fordern auch RP, wir wollen an RP teilhaben, aber leider haben wir es noch nicht geschafft, uns zu klonen, auch wenn wir fast letztens einen zweiten Max Trust in PD hatten. wir versuchen es echt, also wenn wir die Möglichkeit haben, versuchen wir alles zu bespielen. Jo, da war. Wow. Vielen lieben Dank. Sorry, dass das gerade in deinem Satz passiert ist. Ich fühle nur zu eben zu Ende, das war's von meiner Seite aus. Ich danke dir. Dankeschön. Dann haben wir den Major. Ja, was sagen möchte. Ich suche ihn mal hier. Ja, moin. Ein bisschen. Oh Gott. Nee, du klingst halt so kacke wie immer. Ach so, die Musik in der Autoabschleppaktion geendet hat. Das kann man vielleicht nicht wissen, aber sollte man sich mal im Hinterkopf behalten. Der zweite ist immer Aktion, Reaktion. Ich versuche das mal auf ein simples Beispiel zu bringen. Ich war auf einem anderen Server, dessen Namen ich jetzt nenne, der aber scheiße war. Ich glaube, über ein halbes Jahr Anwalt. Ja? Und ihr glaubt gar nicht, wie ich gefickt wurde da von den Cops, von den Staatsanwälten und was weiß ich. Ja? Und ich habe es trotzdem durchgezogen. Und Bonzen war auch Anwalt. Ich denke, der kann dazu auch was sagen. Und ich bin der Meinung, wenn man mit dem RP... das man hat als Anwalt, wenn man dann die Polizei verklagt auf Schadensersatz und lauter so Dinger, dass dann die RP-Chars je nach Charakter unterschiedlich reagieren und zum Beispiel meiner, der sehr aggressiv vorgeht und ein badass Arschloch ist und ich sag das ganz ehrlich, ja, dann kommt halt die gewisse Reaktion, genauso wie von den anderen die gewisse Reaktion kommt. Zum Beispiel badass Arschloch, letztens tüten mich die Platz ein, weil sie unzufrieden waren, wie lange sie im Knast geguckt haben. Dann kommt der Psycholog und bricht mir die Kniescheibe, weil ich ihn verarscht habe. Ja? Und genau das ist immer die Sache, Aktion, Reaktion. Und mein ganz klares Statement, und das ist ein ganz klares Statement und da stehe ich voll dazu, der ganze Kram hat hier im TS-Channel, in den normalen, absolut nichts zu suchen. Wenn das Anwalts-RP und ihr mit Aktion, Reaktion nicht klarkommt, dann spielt ein anderes RP. Ganz einfach. Aber nicht hier darüber meckern, sonst rage ich hier auch noch. Und das möchte ich nicht. Ich bin erkältet, ich bin eh schon sterbend, Männergrippe. Und das war's von mir. Wenn irgendjemand noch eine Frage hat, ganz ehrlich, wenn euch euer RP nicht gefällt, spielt was anderes, aber meckert nicht über das RP-Spielen oder die Charakterentfaltung anderer Charaktere hier im Channel. Ganz einfach meine Meinung. Ich küsse euch. Danke, Major. Dann kommen wir weiter zum letzten. Also ihr habt noch die Chance dran zu kommen. Schreibt, wie gesagt, Lea an. Die nimmt euch fantastisch in unsere Aufrufliste dran und dann kommt ihr dran. Bradley. Oh, hallo. Man kann dich nicht hören. Oder bin ich das? Hallo. Doch, jetzt. Sorry, Mikrofon gemutet. Es geht mir ums Smartphone.
Und zwar spiele ich ja einen Charakter, der ein bisschen was Programmiertechnisches und sowas mitbringt, sag ich mal. Und gibt es Möglichkeiten, Anregungen zu Apps oder ähnliches zu geben? Oder das auch? Immer, ja. Sound muted. Andrew, dankeschön. Oder Jonas, dankeschön für dein Resub. Automatisch, dass es zwingend umgesetzt wird, oder? Zeitnah umgesetzt wird. Feature-Anregungen oder Wünsche sind natürlich gern gesehen. Oft sind Sachen dabei, die man irgendwie in irgendeiner Art und Weise, vielleicht nicht auch 100% in dieser, wie sie vorgeschlagen werden, übernehmen kann oder in Konzepte mit einfließen lassen kann. Wir versuchen das dann auch immer bei unserer Priorisierung zu berücksichtigen. Von daher am besten mal diesen Anregungs-Thread im, glaube ich, Diskussionsbereich oder Feedback-Bereich vom Forum einfach mal mit reinschicken. Und die Devs, sofern man sich dann dran setzt, eben an diesen Bereich gerade oder das gerade Priorität ist, werden das dann auch liebend gerne mit einbeziehen oder wir geben es weiter an diejenigen. Okay, andere Frage noch dazu. Oder warte, dazu okay. Noch, falls du einen Charakter hast, wirklich, der also laut seiner Charakterstory programmieren kann, hast du natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze im RP zu verpacken. Heißt also, hey, der Bradley, der kann programmieren, ich mache mich jetzt ein bisschen selbstständig, ich gucke mich ein bisschen in der Stadt um, so, was kann ich denn so, was interessiert die Leute, was brauchen die, mach mal vielleicht eine kleine Umfrage. Marktanalyse, und dann, ja. Ne, und dann machst du eine kleine Marktanalyse, so wie der Luke das damals insane gemacht hat. Ja, und dann sagst du halt einfach, okay, die Leute wollen diese App haben, ich setze mich jetzt mal ein bisschen daran. Ne? Klar musst du natürlich bei solchen Sachen Feedback mit den Devs halten, das ist vollkommen verständlich so. Aber du hast halt dann auch die geile Option, das dann im RP zu verpacken, dass du halt derjenige bist, der halt diese Apps bringt. So, das ist dann halt dein Charakter, machst du eine kleine IT-Firma auf oder so ein Kram. Ja gut, klar. Möglichkeiten gegeben. Da ist wiederum auch das... Ich bin ein bisschen, sagen wir mal, vorbelastet, was auch kriminelle Aktivitäten bezüglich Hacking angeht, ne? Deswegen, ob es da auch Möglichkeiten gibt, spezielle Apps für spezielle Leute, sag ich mal, zu entwickeln, dass nur diese, keine Ahnung, wie ATM hacken, was jetzt einfach blöd gesagt ist, ne? Ja, so, was sagen wir einfach mal in einem langen Gespräch, oder die, wo sagst du am besten? Ich sag mal so, die Grenzen, die wir haben, die sind nur in unserem Kopf. Klar. Im Endeffekt ja. Ist alles möglich. Es ist halt okay. Nur die Frage der Umsetzung. Genau, oder halt die Frage, ob du das zum Beispiel erstmal, das ist auch eine Option, natürlich geht die dann später schöner, auch mechanisch gesehen, aber vielleicht auch diese Applikation vielleicht erstmal RP-technisch vertreibst. Das tue ich auch schon. Und man dann eventuell halt RP-technisch erstmal die ATMs hackt. Ja, klar, es ist blöd, weil es halt noch nicht so richtig geht, aber das ist schon mal ein Anfang, mit dem man spielen kann, auf dem man das aufbauen kann und parallel eventuell ein Development-technisches, am besten sehr ins Detail und gut ausgereiftes Konzept noch nebenbei einzureichen, was wir mal sichten können und mit in unsere Priorisierungsliste mit einfliegen können. Ja. So verstanden. Wunderbar. Beitrag zu Ende. So verstanden. Danke dir. Wir bedanken uns bei deinem. Der spielt dort auch im RP mit seinen IT-Hintergrund. Ja, der hat schon mein Handy entvirust. Weiteren Leute, die was sagen möchten. Aus diesem Grunde gibt es jetzt von mir noch zu sagen, solltet ihr Kritik, Anregungen, Wünsche haben, könnt ihr natürlich auch gerne auf uns als Community Manager zukommen und könnt uns diese auch sagen. Gut, und jetzt gibt es den letzten Punkt. Einmal bitte alle Rage starten, Utopia oben in der Leiste eingeben und dann Ingame gehen. Damit ist die Community-Sitzung für beendet erklärt. Und ein bisschen Liebe an den Kamikaze-Kuh, der da während unserer Community-Besprechung whitelistet. Liebe geht raus an den paar Herzen. Also mein Herz bitte schicken an den Kami, der wird sich freuen. Genau. Hab ich schon. Das ist das Gegenteil von einem Herzen, Mittelfinger, ne? Gibt's dafür einen Emot? Meine Ex? Soll ich den Ex-Emot schicken? Alter? Das ist das Gegenteil von einem Herz. Gut, Channel switched. Ich glaube, das war's denn auch erstmal mit der Community-Sitzung. Ich würde sagen, ich starte dann auch mal Rage und alles. Moment, schieben wir den Browser hier noch weg. So, das. Ich müsste mein Teamspeak jetzt noch wegschieben. Am besten noch mein Plugin wieder anmachen, ne? Hm.
Musik noch ein bisschen leiser und Envu, guck mal unten in die Panels, ich hab dich verewigt, ne? So. Habe ich das schon mal weggeschoben? Ein Glück, das ist eine Fensteraufnahme, deswegen ist das Wegschieben nicht weiter kritisch. So. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe mir einfach mal eine neue Grafikkarte gekauft. Die übernimmt jetzt auch gerade das Encodieren. Elf Leute waren noch glatt auf dem Server schon. Gehen wir dann auch gleich mal noch rauf, ne? So. Wenn denn das Programm startet, glaube ich, kann ich auch umschalten von dieser Szene. Ich habe da auch schon ein bisschen mit diesem Stream Deck rumgebastelt, das habe ich mir auch mal gekauft. Großteil meines Lohns vom letzten Monat ausgegeben. So, bitte erkennen das Programm. Es läuft bereits, da ist es. Super. Das klappt ja. Und gerade für Powershooter, ich habe da was gebaut. Geht das? Jo. Drücke ich hier eine Taste, kommt der Loot King oben rechts. Und nach einer Zeit geht er wieder weg. Mehr kann ich leider momentan nicht machen als Anerkennung. Ab und zu mal zeigen, wer da der Loot King zurzeit ist. So. Willkommen! Huch. Warum werde ich nicht geswitcht? Plugins. Optionen. Deaktiviert. Channel switched. Aktiviert. Channel switched. Gut, jetzt funktioniert's. Sie reden jetzt in Game. Gut. Schiebe ich mir den TS noch ein bisschen rüber, dass ich sehe, ob ich gerade rede oder nicht. Das ist irgendwie doch wichtig. So. Müsste ich mir vielleicht noch mal einen Lautstärke-Mixer einstellen. Ein bisschen leiser machen. Vielleicht so. Rage ist auf 50%, das passt. Gut. Gut, gut. Eigentlich wollte ich mir noch was basteln. Aber das... Wie, der war offen? Oh, oh. Der war offen. Der war die ganze Nacht offen. Guck mal kurz im Koffer da rum. Nein. Essen, trinken, okay. Erste Hilfekasten haben wir auch. Nein, nein, stopp. Du sollst hier einsteigen. Kommst, schaffst du das? Nee, schafft er nicht. Ich wollte mir eigentlich noch was bauen, dass ich eine Taste drücke und mir meinen Hut wieder aufsetzen kann im Auto. Aber wie gesagt, das ist on stream vielleicht ein bisschen zu langwierig. Da muss ich mehrere Aktionen ja hintereinander durchführen lassen. Hier M drücken zum Beispiel, dann auf Kleidung gehen, auf Accessoires gehen, auf Hut gehen und zweimal Enter drücken lassen. Wollte ich mir ein Makro machen. Ich habe auch vorher schon mal GTA gestartet.
und ein bisschen an der Grafik gebastelt. Also ich habe jetzt so ziemlich alles aufgerissen, was irgendwie geht. Bei GTA. Steht auch in den Panels. Ich habe mir da so eine 1070 gekauft. 420 Judos. Aber nun habe ich wenigstens nicht mehr alles auf Minimum und komische Grafik und ständig ruckeln und so, ne? Steht die Frage, was macht Charlie jetzt? Fährt er noch eine Runde Eisen oder fährt er noch eine Runde durch die Stadt? Eigentlich müsste man erstmal eine Runde durch die Stadt fahren. Steht ein herrenloser Surfer. Sieht jetzt auch natürlich alles ein bisschen besser aus, ne? Von der Grafik her, was vorher irgendwie kantig aussah und so, sieht jetzt alles viel weicher aus. Alles auf sehr hoch gedreht. Senior Kuh. GTA Live? Na, nee, direkt GTA Live ist das hier nicht. Das ist der Server Utopia. Und ich kann ein bisschen was davon erzählen, aber vieles darfst du bestimmt in-game nicht verwenden, ne? Also momentan sind sie halt in der Alpha-Phase und haben dadurch auch noch nicht so mega viel Content. Also du brauchst jetzt nicht erwarten, dass es schon hunderte Jobs gibt und vielleicht, also Mieten und sowas geht auch noch nicht. Momentan machen sie halt den RP-Kniff, dass sie irgendwo sich eine Wohnung gesucht haben und da wohnen sie drin oder haben einen Mietvertrag und so, ne? Gibt doch wenig Autos momentan, weil es halt einfach noch keinen Autohändler gibt, sage ich mal so. Also keinen richtigen Autohändler. Es gibt NPC-Autohändler, aber die verkaufen nur bloß, ich sag mal, vielleicht 10, 15 Autos. Momentan zwei Jobs auf der Insel. Soweit ich das, also die jeder machen kann, zwei Jobs, sage ich mal. Man kann natürlich sich als Cop bewerben oder als Mediziner, ne, das geht schon. Aber ACLS sowas gibt es zum Beispiel nicht. Und ich fahre ein bisschen Autobahn. ACLS zum Beispiel gibt es nicht als Fraktion. Da sind sie denn auf der Schiene, dass man da halt ein Konzept einreichen soll und eine Firma gründen soll. Und ja, ich erzähle noch zu den anderen beiden Jobs was vielleicht, die schon für jeden erreichbar sind. Das eine ist ein Trucker-Job. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt auf Truckfahren steht und so. Moment, ich hole mal das Mikro ein bisschen dichter. Wenn man auf Truckfahren steht und so, ist das gar nicht schlecht gemacht. Man hat da am Hafen, kann man sich so eine zwei Trucks ausparken, also entweder einen oder den anderen. Der eine ist ein bisschen wendiger, der andere fährt ein bisschen schneller und die können halt Anhänger ankoppeln. Und da stehen Anhänger auf dem Parkplatz beim Hafen auch rum und die sind dann leer. Und wenn man Hofdienst ausgewählt hat bei dem Jobtypen da, dann muss man die leeren Anhänger zur Halle fahren und die da rückwärts so ranfahren und dann wieder abkoppeln, hast eine Taste für. Dann wird er beladen und nach einer gewissen Zeit ist er voll und dann hast du den wieder als Hofdienstler sozusagen auf der Stellfläche, auf eine andere Stellfläche zu stellen, wo dann die Vollen stehen. So, und dann gibt es den zweiten Jobbereich, der nennt sich Auslieferung. Also wenn der im Hofdienst nichts zu tun gibt oder viele Leute schon Hofdienst machen, dann kann man auch Auslieferung machen. Dann schnappt man sich so einen fertigen Container. Also den koppelt man dann an und dann kriegt man ein Ziel als Job. Kriegt man hier per Navi ein Ziel und da musst du das dann hinbringen, auch rückwärts ranparken, den LKW-Hänger und dann wieder abkoppeln natürlich. So, und dann fährst du wieder zurück zum Hafen und holst den nächsten vollen. Ist nicht schlecht gemacht, weil dadurch ist irgendwo Team
mäßig was möglich. Also die LKW-Fahrer haben ja noch einen Funk und so, wo sie miteinander funken können. Hey, wie sieht's aus? Sind viele gerade im Hofdienst zum Beispiel oder wenn sie Sachen abholen? Man kriegt dann zum Beispiel als Abholung auch öfter mal einen Auftrag, dass man da und dahin fahren soll, einen Container abholen soll und dann sagt man über Funk eigentlich Bescheid, ich hole jetzt die drei ab. Das ist dann mit Zahlen markiert, ne? Und dann wissen die anderen, da brauche ich nicht mehr hinfahren, weil man kann sich nämlich selber auch, die sieht man auch, jeden Container, der fertig ist, die sieht man auf der Karte und könnte dann da hinfahren und den abholen und kriegt man auch bezahlt. Aber wenn man denn schon im Funk gehört hat, da fährt schon einer hin zur 3, ne, dann braucht man nicht doppelt hinfahren, bloß weil man dichter ist, nimmt man dem ja die Arbeit weg. Also so Absprachen sind dann auch möglich über Funk. Ist schon nicht schlecht gemacht, sage ich mal. Aber für Charlie ist das nicht wirklich was, weil ich drehe da regelmäßig durch beim Rückwärts-Einparken mit den LKWs und Anhängern. Dann gibt es halt einen zweiten Job. Das ist hier Eisenfarm. Ich kann mal kurz auf der Karte zeigen. Moment. Gibt es einen zweiten Job Eisenfarm halt hier unten bei dieser Mühle oder bei dieser Grube. Da kann man ein Eisen sammeln, muss das verarbeiten hier unten bei so einem Verarbeiter. Hier unten ist der Verarbeiter und dann muss man das verkaufen. Dann kriegt man nämlich gebogene Bleche oder Bleche und die Bleche, die kann man hier oben beim Supermarkt verkaufen. Das sind die zwei normalen Jobs. Also hier unten ist der LKW-Job. Ist jetzt gar nicht, was ist das? Hafen? Ach so, das ist dieser Hafenjob, genau. Na, eigentlich technisch gibt es drei Jobs. Also hier gibt es auch nochmal eine Möglichkeit, mit einem LKW ganz normal zu fahren. Aber das ist so ein normaler LKW ohne Anhänger. Bringt nicht ganz so viel Geld, aber so für den Start habe ich mich da auch erstmal mit begnügt und so. War nicht schlecht und dann habe ich mich gefragt, hey, was fahren denn hier immer LKWs mit Anhänger rum und so, ne? Und irgendwann habe ich dann mal ihn gefragt und er sagte, ja, da hinten, da kann man sich dann einschreiben und ja, haben sie nicht schlecht gemacht, sage ich mal. Der LKW-Job ist echt gut durchdacht und fördert auch ein bisschen das Zusammenspiel. Hallo, Charlie. Na? Charlie ist wieder im RP unterwegs, mehr oder weniger. Gibt halt noch nicht wirklich eine Werkstatt, wo ich mich bewerben kann und so. Jeden, den ich treffe, bin ich da auch auf der Nase, dass ich Schrauber bin. Und wenn er einen Werkstattmenschen kennt, dass er mich immer anrufen soll oder informieren soll. Aber bis jetzt gibt es halt noch nicht so viele Möglichkeiten, weil das Projekt halt auch in der Alpha-Phase ist. Was? Hanna war auch beim ACLS? Ich glaube, ich habe einmal irgendwo deinen Stream gesehen. Da hast du auch mal irgendwo was geschraubt, ne? Also ich erinnere mich dunkel. Ganz dunkel erinnere ich mich. Und dann habe ich mir jetzt schon mein ersten Geld schon mal ein Auto gekauft. Das ist halt eins von den 10 oder 15 Autos, die jetzt schon zu kaufen gibt. Habe ich mir den auch noch für $1000 lackiert. Also hier sind auch relativ humane Preise, sage ich mal. Also $1000 lackieren, das ist eigentlich schon richtig viel Geld. Weil mit einer Eisentour machst du ungefähr $400. Und wenn ihr gleich seht, was ich fürs Tanken bezahle, dann werdet ihr das verstehen, was ich mit human meine. So, Benzin. Das ist auch cool gemacht mit dem Menü hier. Da kann man dann entweder nach rechts gehen, ne? 1, 2, 3 oder so, oder man geht nach links und dann macht er die maximale Anzahl, die man tanken kann. Dann tankt man das. Ich weiß jetzt gar nicht, was habe ich dafür bezahlt. Ich glaube, Benzin kostet $1 pro Liter und Diesel, ja, 14 Liter, ich glaube, $14 habe ich dann bezahlt. $33 habe ich in der Tasche. Genau. So einen kleinen Flitzer, dachte ich mir. Muss man sich mal geben, ne? Und Essen zum Beispiel, ich glaube, so ein Burger kostet $2 oder sowas. Also das ist wirklich alles verschwindend gering, diese Kosten. Was ich enorm wichtig finde, man hat hier zum Beispiel ein Grundeinkommen. Das heißt, man ist nicht gezwungen, unbedingt zu arbeiten, ne? Also wenn man jetzt pur fürs Überleben und mal ins Tanken und so eine Sachen, muss man nicht unbedingt arbeiten, ne? Allerdings, wenn man jetzt ein anderes Auto kaufen will, das Auto hat $2800 gekostet, die Lackierung nochmal 1200,
Ich hätte natürlich den Streifen hier vorne auch noch lackieren können, allerdings hätte das nochmal $1000 gekostet. Das war mir dann auch nicht wert. Ja. Hat man erstmal was? Tuning ist momentan noch nicht möglich. Wie gesagt, alles Alpha-Phase, ist noch alles in Entwicklung und wie gesagt, die machen das auch in ihrer Freizeit. Deswegen bin ich ja auch nicht so ein Typ, der sagt, ey, hier, die müssen und unbedingt und tralala. Waffen sind sehr teuer. Die haben halt auch so eine Porenfret, wo drinne steht Philosophie und so. Das sollte man sich dann auch alles, bevor man sich hier whitelisten lässt, mal durchlesen. Weil da schreiben sie auch, hier Waffen sind eigentlich immer das letzte Mittel, ne? Weil mit Waffengebrauch kann man theoretisch, muss man immer dran denken, in der realen Welt ziehst du einmal eine Waffe und wenn das eine unvorteilhafte Situation war, dann bist du weg vom Fenster, dann haben sie dich erschossen und dann ist es vorbei, ne? Also das sollte man immer im Hinterkopf behalten, deswegen Waffen ist immer als letztes Mittel zu sehen, lieber einen Baseballschläger oder ein Messer auspacken oder mit der Fäuste oder irgendwie so, ne? Dann erzeugt das halt ein bisschen mehr RP oder du ziehst eine Waffe und schießt dem den Reifen kaputt oder so, weil du ihn nicht leiden kannst oder irgendwie so, ne? Also nicht direkt auf Menschen schießen, das ist dann nicht so gern gesehen. Das sollte dann schon wirklich wochenlanges RP voraussetzen, damit man dann in der Schießerei irgendwann mal endet, ne? So. Die wollen halt Roleplay fördern dadurch und nicht ständig irgendwelche Schießereien haben, wie es auf anderen Servern immer üblich ist, dass jeden Abend da irgendwo die Cops immer gestürmt werden oder sowas. Das ist eigentlich so betrachtet Fehl-RP. Weil wenn man bedenkt, Los Santos ist eigentlich eine Millionenstadt und wenn irgendwo mal länger als 10 Minuten irgendwo geschossen wird, dann kommt schon fast die Armee, dann ist Kriegszustand, ne? Also das gibt ja auch mehr als ein Polizeirevier eigentlich und so, ne? Und dann kommen von anderen Polizeirevieren richtig Cops an und da kann man nicht mal eben ein Polizeirevier belagern oder sowas. Das ist Fehl-RP. Wenn da Leute dann über eine halbe Stunde um das Polizeirevier rumfahren mit einem Chef da oder sowas, das ist nach meiner Meinung Fehl-RP, weil in einer richtigen Millionenstadt wären schon so viele Polizeieinheiten gekommen und hätten dich sowas von dermaßen auseinandergerissen. Das sollte man sich dann immer vor Augen führen. Aber ich spiele keinen Crime-Charakter, deswegen trifft das für mich nicht so oft zu, ne? Also muss ich mich jetzt nicht an so eine Sachen so direkt halten, weil ich spiele keinen Crime-Charakter. Das Krasseste, was Charlie bei hat, das ist wie immer Taschenlampe. Das ist das Krasseste, was ich dabei habe. Ich habe sogar zwei. Bin richtig böser Junge. Ich habe zwei Taschenlampen. Jetzt geht der wieder rum. Ich drehe durch. Das Schöne ist, man kann hier, das ist getrennt, man kann hier mit F auf der Beifahrerseite auch einsteigen für seine Fahrerseite. Ne? G ist eigentlich Beifahrer. Bloß, dass ich meinen Hut immer absetze. Das ist wieder. Da brauche ich mir noch ein Makro für, sag ich euch, Leute. Da brauche ich mir noch ein Makro für. Jo. Und ich kenne ja schon den einen oder anderen und wie es immer so ist, auf dem Roleplay-Server sind Kontakte eigentlich viel, viel wichtiger als Geld. Ich habe da zum Beispiel beim Eisengießer einen Typen schon kennengelernt. Ich glaube, der hieß JB oder so. Ich weiß nicht genau. Ich habe auch nicht seine Nummer, aber der hat mich halt irgendwie auch mal wiedererkannt, wo ein anderer von seinen Kumpels da irgendwie mein Auto irgendwie zocken wollte und mich trollen wollte. Hat er dann rübergerufen, ey, lass dir in Ruhe, das ist Charlie und so. Ne? Dann, also wie gesagt, das ist viel, viel mehr wert, Leute zu kennen, als wenn man Geld hat oder der ach so krasse Typ ist, der eine Knarre hat, ne? Bekannte sind viel, viel wichtiger. Und ja, finde ich auch in Ordnung in so einem Moment. Weil ich habe mich immer korrekt zu dem verhalten und dann verhält er sich auch korrekt zu mir in dem Sinne. Ich wäre jetzt okay sauer, wenn er mich irgendwie beim Eisenverarbeiter hops nimmt und überfällt oder so. Das ist dann halt der Lauf der Dinge, ne? Also der spielt halt sein RP und ich hoffe immer stark, dass wenn Charlie mal überfallen wird, dass es dann halt mehr RP gibt als halt stehen bleiben oder ich schieße, ne? Und gib mal dein Geld. Dass es dann mehr Worte als die gibt. Das ist dann meine stille Hoffnung. Charlie ist jetzt bestimmt nicht einer, der
die dicke ihn auf dicke Hose macht und sagt, hier, nö, kriegst kein Geld von mir und so, ne? Weil, das wäre dann in dem Moment auch fehl, wenn da drei Leute um dich rumstehen. Die könnten dich eigentlich schon mit Fäusten klar machen, ne? Also die brauchen nicht mal eine Waffe, die könnten dich so einfach zusammenschlagen, weil sie einfach zu dritt sind. Ja. Und sonst guckt man sich halt, fahre ich erstmal eine Runde spazieren, weil ich es kann. Vielleicht fahre ich auch noch ein bisschen arbeiten, eine Runde Eisen farmen. Vielleicht trifft man da auch wieder ein paar Leute. Könnte mal gucken, ob ich eine SMS gekriegt habe. Ich glaube, das zeigt da nicht an. Halt, falsch. Also ein Handy gibt es schon, man hat hier Kontakte. Ein paar Nummern habe ich schon, also den Gouverneur kenne ich zum Beispiel. Im RP schon mal kennengelernt, der hat durch mich, sag ich mal so, naja, durch andere auch natürlich, aber durch mich mit gewonnen. Weil der hatte eine Stimme Vorrang, also eine Stimme mehr als der Gegenkandidat. Und hätte er mich nicht angesprochen beim Trucker-Job unten und mir nochmal sein Wahlkampfzeug hier erklärt und so und einfach nur gesagt, naja, kannst ja hier mein Werbezettel angucken und so, dann hätte er wahrscheinlich meine Stimme nicht gekriegt. Und da er sich dann nicht zu fein war, sozusagen mit mir real dann zu sprechen und ein paar Sachen zu erklären, die er in seinem Wahlkampf-Dings drin hat, ne? Denn, ja, dadurch hat er meine Stimme gekriegt und hat mit einer Stimme Vorsprung gewonnen. Sonst hätte es eine Stichwahl gegeben. Fand ich denn gut. Da habe ich gesagt, na klar, wer sich denn auf die normale Straße bewegt und mit den normalen Bürgern redet und so, ne, den kann man denn schon mal wählen. Hast halt auch SMS. Ah, sein Auto hatten sie abgeschleppt. Josef. Mikrofon aktiviert. Können wir ja auch mal anrufen. Ja, moin. Ja, moin. Na, was geht so? Alles fit bei dir? Ich bin neuerdings jetzt LKW-Fahrer geworden. Du bist LKW-Fahrer geworden? Ja, warum das denn? Ich hab ein paar Leute kennengelernt, ein paar andere Trucker. Keine Ahnung, mir macht das Spaß. Hätte ich nicht gedacht, auf so Bock zu sitzen. Echt? Mir ist das nichts mit dem Rückwärts-Einparken und so. Oder gab's einen Vorfall auf der Eisenroute? Nee, ich hab mir gedacht, tauchst mal hier vorbei im Hafen, vielleicht kann man sich da Boote kaufen. Und dann habe ich hier Menschen gefunden und die meinten dann so, ja, hast du vielleicht Lust bei uns im Trucker-Unternehmen anzufangen? Und ich so, naja, ich kann es mir ja mal angucken, ne? Ich meine, du hast ja auch schon coole Züge, ne? Da hast, ja. Hast du dein Funkgerät und so, kannst mit den Leuten labern und so, ne? Also angeguckt habe ich es mir auch mal, aber so richtig das Wahre ist es nicht für mich. Also ich drehe da regelmäßig durch, wenn ich da beim Rückwärtsfahren dann wieder in die falsche Richtung lenke und so, ne? Ach gut, muss man ein bisschen umdenken, aber das ist natürlich das Problem. Oh ja, Hauptsache macht Spaß, ne? Eben. Aber wenn du Lust hast, wir haben hin und wieder ein paar Probleme mit den Karren hier. Wenn du da mal drüber gucken willst oder so. Ja, einfach melden. Ja. Ich wollte dich gestern erreichen, aber gestern, keine Ahnung, war dein Handy aus oder so. Ja, da ging es mir auch nicht so gut, da habe ich dann gesagt, machst du mal Handy aus, lässt du Los Santos sein. Ist denn heute wieder alles besser? Naja, geht schon besser, ja. Ja, immerhin. Ansonsten war es ja einfach melden. Ja, und falls irgendwie mal ein bisschen Wartung brauchst oder so, keine Ahnung, meldest dich einfach, dann kann ich auch einen Kanister Öl mal mitbringen, dann kippen wir mal was nach oder so. Ja, logisch. Wenn da irgendeine komische Lampe leuchtet. Oder irgendwo so eine gegen. Eine gelbe Lampe, die aussieht wie ein Motor zum Beispiel, passiert öfters bei unseren Karren. Ja, rote Lampen sind noch schlimmer, ne? Dann würde ich gleich den Motor ausmachen. Oh ja. Gelbe Lampe geht ja noch, dann kannst du ja meistens weiterfahren. Das ist wahr, ja.
Nee, ich wollte bloß mal fragen, was so geht, aber wenn du jetzt gerade noch unterwegs bist mit dem Truck und so. Mein, theoretisch hätte der sogar einen Beifahrersitz, ne? Ja, hätte er. Oder fährst du schon mit jemandem rum? Nö, ich fahre alleine momentan. Ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt noch eine Runde mit dem Eisen fahre. Boah, mir macht das keinen Spaß, ein bisschen Eisen abzubauen, zu schürfen und zu schmelzen. Das geht doch auf den Rücken, ne? Also ja, ich wollte es auch nicht übertreiben eigentlich. Und ich könnte das jetzt sowieso nicht machen, weil ich habe mir mein linkes Schienbein gebrochen. Eieiei. Ja, deswegen, ich bin froh, dass ich wenigstens der Hoftruck, der kleine, sag ich mal, wenigstens Automatik, also kann ich hier mal ein bisschen fahren. Mhm. Mit dem Großen kann ich nicht fahren, so außerhalb über die ganzen Huckel und oh, geh mir weg. Na, ich würde vorschlagen, ich drehe noch eine Runde beim Eisen und dann melde ich mich nochmal. Teste ja, nochmal, ob du noch da bist und so. Ja klar, alles cool. Gut, dann bis später. Jo, bis später, Charlie. Ciao. Mikrofon muted. Ja, wie gesagt, Telefon gibt es schon. Ist halt alles ein bisschen begrenzt. Man muss sich einige Sachen dann halt ein bisschen ausdenken. Und danke auch fürs Loot, Senior Q. Hype. Der Powershooter, das ist momentan der Loot King. Der ist der krasseste Looter. Kann ich nur darauf verweisen. Und da werden leider auch nur die Accounts, die da angemeldet sind, gezählt. Also wenn man jetzt mit diesem Gastmode kannst du machen, allerdings ist dann auch ein bisschen aufwendiger, weil dann auch eine E-Mail bestätigen musst und sowas alles, ne? Und dann wirst du auch nicht in der Liste geführt als Looter. Und bringt ein klein bisschen was. Wie gesagt, man ist ja da anspruchslos. Man muss ja immer sehen, die kriegen ja letzten Endes auch nur einen gewissen Betrag und denke mal, kann man nicht erwarten, dass da 100 Euros durchgehen durch das Loot-System, außer man hat da wirklich richtig Zuschauer, also es hängt wirklich an Zuschauern ab, wie viele Zuschauer man hat und denke mal auch, wie viele Sponsoren die gerade haben. Das entscheidet dann auch noch. Könnte bald mal wieder tanken. Aber ich finde das gar kein schlechtes Konzept. Und wenn ich irgendwo zuschaue und sehe, der hat Loots und so, dann mache ich das auch, weil das sind bloß 2 Mausklicks für mich oder 3. Und das kann man mal eins machen, ne? Da braucht man nicht Donaten oder so. Kann man natürlich auch, aber nicht jeder hat da Geld für über. Und dann kann man das mit 2 Mausklicks auch machen, ein bisschen mithelfen. Und ich habe Loots schon ein bisschen eine Weile und ich habe da auch schon unterm Strich, glaube ich, $11 ausgezahlt bekommen. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele Monate das waren und sind schon ein paar Monate, diese $11. Aber ich finde, das läuft gut. Mit alles hier Grafik aufgerissen, was irgendwie geht. Textur, Qualität auf hochgestellt und so. Sicherlich ruckt das ab und zu mal, aber ich denke, das liegt eher an diesem Rage-Server im Hintergrund, dass der dann irgendwelche Sachen überträgt und so. Aber diese Drucken hat es kaum zu merken. 21 Liter noch. Ja, was kann ich noch über den Server erzählen? Da gibt's mein Auto. Erstens, mein Auto ist weg.
erstens, mein Auto ist weg. Ich muss gleich mal gucken, ob der Garagenboy sich das geholt hat. Koffer da oben. Einmal Wasser. Na, vielleicht kann man noch zweimal Wasser mitnehmen. Zwei Burger. Koffer da oben zu. Ihr Koppers, ihr habt das bestimmt abgeschleppt. Wenn der Garagenboy sich das nicht geholt hat, dann muss ich erstmal anrufen. Wo denn mein Auto ist? Hey Mann, wo ist mein Auto? Okay, der hat sich das geholt. Na gut. Da müssen wir aber kurz gucken. Hallo? Weg. Das ist vielleicht suboptimal. Jetzt hänge ich hier irgendwie fest. Okay. Tja. Kannst du momentan nichts machen? Nee. Geht ein anderes Menü? Nee, geht auch nicht. Dann werden wir mal probieren. Und reconnect. Channel switched. Channel switched. So. Ja, so ein paar Kleinigkeiten sind halt noch, die nicht so optimal sind. Ach, jetzt habe ich rausgenommen, ne? Cola habe ich auch noch in der Tasche. Problem ist, die Taste nach oben ist gleichzeitig auch immer das Handy. Und wenn man dann im Menü ist und ein bestimmtes Menü das noch nicht abgefangen hat, dann kommt das schon mal vor, dass man im Menü das Handy aufmacht und ja, dadurch Probleme hat. Ich weiß jetzt aber nicht genau. Wenn das reproduzierbar ist, dann werde ich das natürlich reporten.
Ja, sammeln wir erstmal eine Runde Eisen, verdienen ein bisschen Geld. Offensichtlich waren die Cops ja auch schon mal hier. Wenigstens mein Reparaturkasten oder mein Erste-Hilfe-Kasten ist noch im Kofferraum. Das wäre sehr schade gewesen, wären $100 nämlich weg gewesen. Wenn er durch das Einparken, also das hätte ich dann auch als Fehler reportet, wäre das gewesen. Wäre durch das Einparken mein Dings weg gewesen, mein Erste-Hilfe-Kasten, weil das ist ja der Verbandskasten für die Polizei und wenn die dich anhält, dann sollte man schon einen Erste-Hilfe-Kasten bei haben. Vielleicht treffe ich sogar hier auf der Route den einen wieder, wo ich verpasst habe, mir die Telefonnummer geben zu lassen. Ist immer gut, Leute zu kennen. Der scheint Einfluss zu haben, andere hören auf ihn. Es ist halt bloß schade, dass momentan irgendwie das mit dem Licht nicht so richtig funktioniert. Liegt teilweise daran, dass wahrscheinlich zu viele Autos da rumstanden. Die Objektstreamer von Rage hat momentan da ein bisschen Probleme, viele Objekte in der Nähe zu rendern, kann man dazu sagen, oder rein zu streamen. Kann halt schon mal sein, dass da kein Licht geht oder so. Microphone activated. Hallo? Microphone muted. Geht doch. Da wird der Schrankenwart einfach mal angehupt. So. Sammeln wir noch ein bisschen Eisen. Kann man sich ja noch mal die Hände sauber machen. Nom nom nom. Microphone activated. Ja, moin.
Microphone muted. Eigentlich sollte er mich gehört haben. Ich rede ja extra schon lauter. Aber wie ist? Kann man ja nicht erwarten, dass jeder hier redet. Wobei das Gameplay sicherlich lustiger wäre. Kurz mal raustappen. Ich bin noch im Ingame-Channel, oder? Sie reden jetzt im Game, ja. Bin ich. Natürlich für irgendwelche Leute, die Kriminelles machen wollen, auch ungemein schwer jetzt, weil die müssen ja die normalen Jobs auch machen, um an Geld zu kommen. Weil es noch keine illegalen Möglichkeiten gibt, an Geld zu kommen. Halt zum Haufen sammeln. Das muss ich noch mal gucken und versuchen rauszufinden, woran das liegt. Das Shortcut geht, okay. Vielleicht muss ich meinen Chatbot auch mit Adminrechten starten, weil der momentan reagiert nicht wirklich auf meine Shortcuts. Ich habe mir da nämlich schon so eine Tasten belegt für Skip-Song und für lauter und leiser. Ja, das klappt momentan nicht. Aber ich tippe mal, das liegt daran, weil Rage Adminrechte angefordert hat und dieser Chatbot nicht. Daran hängt das irgendwie zusammen, glaube ich.
Loot King funktioniert und poste irgendwas in Chat, das müsste auch funktionieren, jo. Da habe ich mir auch schon so was gebaut. Und da habe ich jetzt diese eine Taste auf dem Stream Deck gedrückt. Diesen Humble Link. Schon cool, was man damit alles machen kann. Entdecke ich auch gerade erst. Da kann man nämlich auch Makros drüber steuern. Dass man sagt, hier mach das, warte so und so viele Sekunden, mach das, warte so und so viele Sekunden. So habe ich da zum Beispiel mit dem Loot King gemacht. Da habe ich Szenenwechsel oder eine Source einblenden lassen, eine Quelle einblenden lassen. Dann wartet da 15 Sekunden und dann blendet er die Quelle wieder aus mit einem Hotkey. Multifunktion oder wie sich das nennt hier. Nicht schlecht. Oder wenn ich husten muss, dann habe ich mir da auch eine Taste auf den Stream Deck gelegt. Falls ich selber mal was Lustiges sehe, wovon ich einen Clip haben möchte, dann habe ich mir da auch einen Shortcut gesetzt, um einen Clip zu erstellen. Wo ich dann erst mit der Maus rumklicke, dann drücke ich dann eine Taste und dann wird ein Clip erstellt. Das schon nicht schlecht. Was man damit alles machen kann. Kannst ja auch Programme starten oder was weiß ich denn mitmachen. Gab sogar so eine vorbelegte Funktion, kann man sich auf eine Taste ziehen, dass man die Zuschauerzahl von Twitch sehen kann. Was zeige ich da denn da an? Also entdecke ich gerade erst alles. Bastel ich heute schon den ganzen Nachmittag mit rum. Aber ein bisschen kann man noch erwarten. Ich glaube 133 Euro habe ich dafür bezahlt. Nette Spielerei. Ich schon sagte, es ist nicht GTA Live hier. Ich glaube, da würde ich mich auch nicht bewerben. Weil ich da letztens gesehen habe. Und Stream, die nehmen das da wohl nicht ganz so ernst mit RP. Realitätsnah. Laufen bewaffnete Leute im Krankenhaus rum. Da werden im Normalfall, wenn bewaffnete Leute im Krankenhaus rumrennen, da steht dann spätestens schon die Army, wenn da kein Polizist mehr in der Stadt ist. Ne? Also, dann ist ja schon Ausnahmesituation sozusagen. Wenn kein Polizist mehr da ist, dann kommt die Army einfach weit. Recht und Ordnung, ne? Hast du denn noch irgendwo Fehler-RP, wenn die Gang-Leute genau wissen, das sind 5 Cops bloß noch und alle davon wurden umgeschossen, sind alle in Behandlung und so, dann auch einen dicken Max zu machen und so, bewaffnet im Krankenhaus rumrennen und den Medizinern noch irgendwie was androhen und so. Wie gesagt, im Normalfall wäre da schon die Armee gekommen. Bei sowas.
Da habe ich dann auch keinen Bock drauf, auf so ein RP. Das ist dann doch ein bisschen low. Und den Grund, den hat man dann ja, der eine Kopf war ja Streamer, da habe ich ja zugeguckt. Den Grund hast du ja in OOC sozusagen auch mitgekriegt. Ja, die haben halt AKs, ne, und die wollen sie nicht loswerden. Und dann zwingen sie den Mediziner, ihn aufzuheben. Wenn das Notfallteam kommt, dann, also nach einer gewissen Zeit, wenn dann kein Mediziner da war, dann kommt sozusagen das Notfallteam und der nimmt alle Waffen weg. Wollten sie ihre AK nicht loswerden, also zwingen sie Mediziner mit Waffengewalt. Sieht man natürlich täglich. In L.A. Also ich glaube, wenn da im Krankenhaus jemand mit einer Knarre rumrennt, die machen zwei Anrufe und wenn dann keine Polizei kommt, dann schickt spätestens die letzte verbleibende Leitstelle eine Info an die Armee. Hier Ausnahmezustand, wir brauchen Hilfe. Hier laufen bewaffnete Leute im Krankenhaus rum. Naja, das war mir dann doch ein bisschen zu low. Da hatte ich schon beim Zugucken Bauchschmerzen und da hat der Kopf auch schon gesagt, Mensch, das war dann doch ein bisschen zu krass, sozusagen. Da haben sie es mächtig übertrieben. Eigentlich ist Los Santos ja eine Millionenstadt. Und in einer Millionenstadt, da laufen ja auch mehr als 5 Cops rum, ne? Da geht ein PD-Belagern zum Beispiel gar nicht. Wenn da Leute mitkriegen, dass eine Polizeiwache belagert wird, spätestens dann kommt das Militär zum Einsatz und sagt, hier Ausnahmezustand. 91,6. Okay, das Essen und dann müsste das noch reinpassen. Ja gut. Gut, gut. Dann machen wir den Koffer da wieder zu. Immer noch kein Licht. Huch, wie konnte das nur passieren? Ich glaube, wenn ich mich jetzt irgendwo an eine Seite stelle, auslocke und hier einlocke, dann müsste ich auch Licht haben. Theoretisch. Doofe ist, hat es auch einen Fehler am Server, den kann man in-game schlecht ausspielen. Also wenn jetzt die Polizei sagt, ich habe kein Licht, dann habe ich kein Licht, ne? Aber ich denke mal, das wissen die auch. Aber so eine Sachen sieht man dann irgendwo hinweg, weil das ein technischer Fehler ist. Ich hätte ja Licht an. Im Normalfall, wenn das gehen würde. Gehört zwar das Klicken.
vom Schalter, aber irgendwie geht's nicht an. Also würde ich dann sagen, ja gut, dann ist vielleicht eine Sicherung kaputt gegangen oder. Bis eben ging's noch. Schon wieder ein Loot, dankeschön. Moment. Wir müssen ja nicht so machen, dass wir ewig weit laufen müssen. Stellen wir uns hier gleich am Liefereingang rein. So. Schließen wir zu. Ich glaube, ich habe 9 Eisen in der Tasche, super. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Weil so der Skip-Song muss funktionieren. Wenn während ich hier in-game rumrenne, muss das mit dem Skip-Song funktionieren. Schon mal meine Schutzmaske wieder aufgesetzt. Arbeitsschutz ist wichtig. Bevor ich mich hier ständig mit meinen Privatklamotten schmutzig mache, also ich glaube auf Dauer, werde ich mir dann noch mal noch Arbeitsklamotten kaufen. Ich frage mich, wo dieser Herr von eben ist. Der kann doch nicht schon fertig sein mit der Verarbeitung. Oder ist der gleich zum Verkaufen gefahren? Denn wäre es besser gewesen, hätte er mit mir geredet. Ne? Hätte ich ihm das erklären können, wie das hier läuft. Aber er wusste ja wohl schon alles. Vielleicht braucht man das Eisen nur für andere Dinge, keine Ahnung. Die mir noch nicht erklärt wurden, kann ja auch sein. Ja, von hier geht's nicht. Schade.
So, wir können jetzt los. Wahrscheinlich 8 Bleche reinlegen, genau. Kofferdaum. Wasser. Kofferdaum, Bürger. Und ein Blech wieder reingelegt, so, genau. Kofferdaum zu. Essen wir das Zeug noch. Ach Gott. Natürlich gut, dass niemand dabei stand. Weil durch eine Maske ist sich das eigentlich nicht. Hab ich wieder ein Schwein, dass niemand in der Nähe war. Halt, den muss doch noch Eisen mitnehmen. Es wäre wieder so ein Aha-Moment eben geworden. Ich brauche aber zum Verarbeiten. Nur ein Stück verarbeiten. Nebenbei kann man mal aufs Handy schielen. Schon wieder ein bisschen Grundeinkommen gekriegt. Ich habe auch schon wieder $1000 auf dem Konto. Das kann man jetzt mehrdeutig sehen, seine Nachrichten, ne? Hätte ich das jetzt so interpretiert, dass er Selbstmord begehen will, hätte ich ihm wahrscheinlich noch Polizei und Medics um den Hals gehetzt, aber in Wirklichkeit will er vielleicht aufhören zu spielen. Hm. Schwierige Situation. Denn wenn ich raustappe? Wenn ich raustappe, geht's. Wenn ich raustappe, kann ich Skip-Song machen. Hm. Wenn ich wieder im Spiel bin, geht's wieder nicht mehr. Das ist doof. Da muss ich noch gucken, wie wir das hinkriegen, dass das auch im Spiel funktioniert. Voll spannend, ne?
Kann man ja klein ein bisschen lauter machen. Wie sieht eigentlich die Qualität aus? Hey, Bees. Hallo. Mikrofon muted. Dicke Maske. Mikrofon activated. Ja, ist ja auch gefährlich hier, ne? Genau. Ja, ja, ja. Hat ein Auge kriegst und so. Augenlicht ist wertvoll. Oh ja. Und kam bloß $35. Ja. Hast schon recht. Hat noch einen Vorteil, vorne ist noch so ein Filter drin, da hast du denn die ganzen Dämpfe hier auch nicht mehr. Aber du hast ja, ja auch ein nettes Tuch. Ab und zu mal nass machen ein bisschen, dann reicht das schon. Ja, mach ich. Kein Ding. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ach, siehst du, der Loot hier, der steht voll auf das Risiko. Ich habe ihm schon 10-mal gesagt, der soll hier seine Gasflaschen hier mal wegräumen, wenn da ein Funke rüberfliegt, ne? Oh, stimmt. Dann ist es hier vorbei, aber er siehst ja, ohne Schutzbrille steht er hier und der liebt das Risiko, glaube ich. Ja, der liebt den Job hier, glaube ich. Das ist so ein Arbeitstier, ne? Aha. So wie er aussieht. Ja, bringt schon ein bisschen Muckis, ne, wenn man den ganzen Tag Bleche wiegt. Oh ja. Ich bin noch nicht so ein Arbeitstier, ich krieg's ein bisschen mit dem Rücken. Das reicht mir, wenn ich eben mal am Tag so eine Eisentour mache. Naja, bei mir geht's noch. So einen Tag durcharbeiten, so 8 Touren oder sowas und dann mal ein paar Tage Pause, dann klappt das schon. Ja, das ist schon gut, dass es hier so ein Grundsicherungsamt gibt, ne? Dass man wenigstens Essen und ein bisschen Sprit und so. Also man muss ja nicht zwingend immer arbeiten, um hier Fuß zu fassen auf der Insel. Ja, aber ist schon schön so, ne? Wenn du ein bisschen ärgert hast. Ich habe mir ja auch schon ein anderes Auto gekauft und so. Also nicht so ein Rostlaube. Ja gut, ich nicht. Ich warte noch auf ein neues Autohaus. Und von denen kaufen wir dann ein Auto. Hm. Ja, ich denke mal. Da wird bestimmt bald einer eine Gewerbeerlaubnis bekommen. Ja, ja. Ich warte ja noch auf eine Werkstatt. Habe ich schon ein bisschen was von gehört, aber keine Ahnung. Also ich wäre, glaube ich, kein guter Geschäftsführer. Ich bin ja lieber Angestellter. Ja, ich auch. Ist mir zu viel Verantwortung, so ein ganzes Unternehmen zu leiten. Und vor allem musst ja deine Leute auch immer hinterher und in den Arsch treten, wenn sie zu faul sind und so. Er hat mich angerufen.
Muss mal kurz telefonieren. Jo, hast du gerade angerufen? Ja, was geht? Sag mal. Ich bin gerade noch am Hasseln, ist so ein Typ, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Weiß nicht, 20, 30 Minuten vielleicht? Ja, wieso, was ist los? Ich bin übrigens der Charlie. Dass du nicht irgend so ein Typ zu mir sagen musst. Ach so. Oh, Charlie. Ja. Hast du nicht gestern am Park irgendwie oder vorgestern? Vorgestern, hm? Vorgestern, ja. Stimmt, daher kenne ich dich irgendwoher. Ja, ich bin Milo, was geht? Ja, hi. Ja, weiß nicht, hast du ja mitgekriegt. Irgendjemand wollte da mein Auto. Und... Gott sei Dank, ich kannte da jemanden, der gesagt hat, ey, lass den in Ruhe, das ist der Charlie, das ist korrekt. Ja, das war schon lustig. Ja, Kontakte aber sind wichtiger als Geld, ne? Ja, aber darfst du auch nicht machen, einfach irgendeinem Digger, der ankommt, dann direkt ein Auto geben für Testfahrt. Ich hatte ja schon Telefon in der Hand, ich hätte die Coppers dann gerufen, ne? Ja, das geholfen hätte, weiß ich nicht. Und er hat ja auch keinen Schlüssel gehabt, ne? Also ich habe ihm ja bloß den Motor angelassen und wollte eigentlich auch einsteigen und mit ihm fahren. Naja. Na gut, hat nicht so gut funktioniert, ne? Ja. Aber irgendwann wäre der Tank eh leer gewesen. Ja. Dann wäre stehen geblieben. Genau. Charlie, wie lange wohnst du schon hier? Naja, ich war auch mal ein bisschen 2 Wochen im Urlaub, also vielleicht 4 Wochen insgesamt. Ui, das ist ja doch schon einiges. Bin jetzt, glaube ich, bei knapp einer Woche. Oder? Ich weiß nicht ganz. Irgendwie ja noch um den Dreh. Ja, wie gesagt, mit Unterbrechung. Ich war ja dann 2 Wochen im Ausland noch unterwegs. Ja, kenn ich. So. Und was hast du mit Werkstatt schon gehört? Es soll irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Tuning-Werkstatt ist oder sonst irgendwas oder einfach eine normale Werkstatt. Da soll schon irgendwas in Planung sein. Da fehlen bloß noch die Teile irgendwie, die importiert werden müssen oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Okay. Also da soll schon was kommen. Kennst du da auch jemanden, der zugehört oder so? Hast bloß gehört. Ja, leider. Weil sonst hätte ich gesagt, wenn da irgendjemanden kennst, dann kannst dir mal meine Nummer aufschreiben und meldest dich einfach, wenn da genaueres hörst und so, weil ich kenne ja auch nicht so viele Leute, ne? Ich könnte halt nachher mal ein paar Jungs fragen, so, aber mehr könnte ich da auch nicht tun. Ja, das wäre schon cool. Ja? Weil besser als dieses Eisengebiege hier. Das geht um den Rücken. Ja, dann gib mir einfach mal schnell deine Nummer. Na klar, Moment, guck ich mal. Falls ich was weiß, schreibe ich dir. Charlie war der Name, richtig? Ja, Charlie mit IE geschrieben. Okay, 069. Moment, ich muss erst mal gucken. 46. 46. 11. 11. 66. 66. Genau. Okay, alles klar. Ich schreibe dir einfach eine SMS mit meinem Namen, ja? Okay. Null Probleme. Du musst dir halt selbst 6 Zahlen merken, aber ich denke, das kriegst du hin. Jo, das krieg ich hin. Super. Alles klar, perfekt. Los, mach schneller. Zack, zack. Oh, da bist du ja schon wieder.
Ich bin schnell. Mikrofon muted. Ich sag ja, Kontakte sind wichtiger als Geld oder Waffen. Oh, ich glaube, das ist auch mein größtes Problem. Hast du ja gesehen, ich bin einfach zu gutgläubig. Ne? Er hat gesagt, hey, kann ich nicht mal eine Runde mit deinem Auto drehen? Will mir vielleicht auch so eins kaufen? Ja. Ne, ich sehe halt nicht immer, ich sehe halt nicht immer das Böse in den Menschen. Ne? Ja, geh am besten immer von dem Bösen aus. Das ist schon ein Anfang. Gerade, das klingt jetzt auch ein bisschen scheiße, aber wenn die Person schwarz ist und so wie ich angezogen bin, dann solltest du das jetzt recht tun. Microphone muted. Danke fürs Loot. Naja, aber ich komme ja ursprünglich jetzt unmittelbar aus Deutschland und da kenne ich auch ein paar, die haben dunkle Hautfarbe und die waren eigentlich auch immer korrekt zu mir, weil wenn man denn korrekt zueinander ist, dann weiß nicht. Ja, das schmückt. Ich will, einfach immer aufpassen, will ja keinen Menschen was Böses. Ich habe auch bloß eine Taschenlampe. Kann ich jemanden anleuchten höchstens? Ja, könnte auch funktionieren. Dann könnt ihr sagen, hier mein Lichtschwert. Ja, wenn er mitspielt, dann ja. Ja. Dann könnte das ein gutes Lichtschwert sein. Mikrofon muted. Kofferraum, Freundige. Activated. Du siehst ja, Kontakte sind wichtig. Ich kenne auch so einen IT-Experten zum Beispiel. Der hat mich schon, denke ich mal, von einem Stalker befreit. Weil ich habe da vorher so einen Typen kennengelernt gehabt und der hatte mir dann auch so eine Nachricht geschrieben, wo noch ein Bild drin war und so. Und dann war ich 2 Wochen im Urlaub. War ich 2 Wochen im Urlaub und an dem Tag, wo ich wieder zurück war, kriege ich mit meiner SMS von dem. Ich so, wie kann der wissen, dass ich zurück bin? Hey, also, okay. Hab ich den IT-Experten erzählt, der sagt, na, vielleicht hat er dir irgendwie hier über eine Nachricht was auf dein Handy installiert und so, lass mich das mal durchchecken und so, und hat er auch irgendwas runtergeschmissen da, also. Oh.
Ja, der hatte mir da wohl im Bild, war da irgendwie ein Virus oder was weiß ich denn, so eine Überwachungssoftware drinne. Der hat das wohl direkt gemeldet, wo sich mein Handy wieder hier ins Netz eingebucht hat. Ja. Okay. Gut, dass man so eine Leute kennt. Ich habe gesagt, hoffentlich installierst du mir jetzt nicht noch irgendwas auf meinem Handy. Aber nee. Der schien vertrauenswürdig. Wie hieß der Typ? Also der das Bild gesendet hat da mit der SMS? Nee. Müsste ich mal nachgucken. Dieter Kohler. Oder Köhler. Köhler. Okay. Ja, Dieter Köhler oder Kohler. Weiß ich jetzt nicht genau. Der hatte mich auch mal angequatscht und wollte irgendwie Gouverneur werden und was weiß ich denn. Erst wollte er mir sein Auto verkaufen und dann, wie gesagt, dann kam ich jetzt zurück aus dem Urlaub, hat er mich belästigt. Hier, willst du nicht Security von mir haben und so? Und ich so, ich bin kein wichtiger Typ und ich habe auch nicht viel Geld und so. Okay. Komischer cool, Typ. Dann habe ich auch nicht mehr abgenommen, seitdem wo er angerufen hat, weil der ist mir suspekt, der Typ. Das ist eine gute Entscheidung gewesen, glaube ich. Und vor allem hat er mir ja irgendwas installiert gehabt. Oh, gute Nacht, Blut, schon. Dann schlaf gut. Gutes Nächtle. Microphone activated. Aber so habe ich schon mal gelernt, dass ich mit dem keinen Kontakt mehr haben möchte. Das ist nichts Schlechtes. Und sollte ich nochmal Probleme mit meinem Handy haben, weiß ich ja, wen ich anrufen kann. Also... Wie gesagt, der kam relativ seriös rüber und hat mir auch entfernt. Wen hast du da angerufen? Josef heißt der. Mehr weiß ich auch nicht darüber. Der hat mir dann über Bluetooth da die Apps entfernt und erst durchgescannt, hat er gesagt, hier sind zwei Sachen, die gehören da nicht hin und so. Ich so, ich sehe die Apps gar nicht. Ja, sagt er, das sind nur versteckte Apps. Im Handy irgendwelche Tracking-Sachen gemacht haben. Ich habe ja da nicht viel Ahnung von. Ich auch nicht. Aber der meinte, er hat eine nicht ganz so saubere Vergangenheit, aber will jetzt auch nicht mehr so böse Sachen mit Computern und sowas machen. Der Josef, okay. Josef. Aber ich werde auch nicht so mega lange machen, weil ich habe morgen noch einen Termin. Ja, und von dem anderen Dude zum Beispiel, der mir da mein Auto wieder besorgt hat, von dem habe ich noch nicht meine Telefonnummer. Der hat mich hier auch bloß ein paar Mal beim Eisen getroffen und haben wir ein paar Worte gewechselt und so, aber ich frage ja nicht die Leute gleich nach der Telefonnummer, ne? Aber trotzdem fand ich korrekt von ihm und habe ich mir vorgenommen, wenn ich ihn nochmal wieder treffe, frage ich mal nach der Nummer. Was ist der Name von dem? Ich glaube JB hieß er oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich kenne JB. Ja, und ist immer gut, Leute zu können, auf die andere hören. Weil der andere, der hat ja dann gleich aufgehört mit dem Auto klauen und so, ne? Wo er sagte, ey, lass den in Ruhe, das ist der Charlie, der ist korrekt und so. Der andere gleich aufgehört. Also ist immer gut, so eine Leute zu kennen, die irgendwo was zu sagen haben, ne? Ja, und das ist nicht wirklich was zu sagen, einfach weil wir halt alle da standen. Ich war ja auch dabei. Hm. Ja gut, aber ihr kennt euch dann schon wahrscheinlich schon ein bisschen besser als... Na ja, klar. So. Weil wenn der halt sagt, so von wegen, yo, den kenne ich, der ist geschillt drauf, lass ihn mal in Ruhe, dann lassen wir es halt. Ich tue ja auch keiner Menschen Seele was, ne? Ja, das glaube ich. Zeig nur mit dem Finger immer ein bisschen rum und so oder hol mal meine Taschenlampe raus. Ja, scheint ein guter Typ zu sein.
Wenn mal dein Auto kaputt ist, kann ich es auch reparieren. Ui, ach deswegen der Interesse an der Werkstatt, ne? Mhm. Okay. Das mache ich halt am liebsten. Das ist besser als hier Eisen schleppen oder Truck fahren. Ja, das stimmt, das stimmt. Jeder hat so seine Talente, ne? Und wenn du das machst, was gelernt hast oder dir Spaß macht, dann ist es doch nicht wirklich Arbeit. Das stimmt. Microphone muted. Microphone activated. Bin auch eigentlich damit bisher ganz gut gefahren. Noch bei anders hautfarbigen Leuten in Deutschland habe ich ja auch ein paar Autos getuned und so. Also wenn man den Leuten korrekt begegnet und Respekt zeigt sozusagen und die nicht irgendwie verarscht oder, dann sind die eigentlich meistens auch korrekt. Also es gibt nur ganz, ganz wenige kaputte Leute, zu denen man korrekt ist und die dich trotzdem dann irgendwie blöd anmachen oder Messer rausholen und so, ne? Naja, force respect, give respect. Ganz einfach. Genau. Wenn man vernünftig mit denen redet und die nicht verarscht, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, ja, das stimmt. Das ist ein kleiner Prozentsatz, der dann wirklich verrückt ist eigentlich und nur auf Ärger aus halt ist immer und Ausnahmen, so, ne? Die gibt's halt immer. Da kann man halt nichts machen. Microphone muted. Microphone activated. So, letzte Runde. Ja, Glückwunsch, ich habe noch 2 Wochen mehr. Na, du hast bestimmt nicht 2 Taschenlampen in der Tasche. nö, aber andere Sachen. Ach so. Okay. Dauert auch ein bisschen. Ich nehme mal so 8 Eisen, nehme ich immer so mit. Ich kann 9 nehmen. Ja, nicht schlecht. So, erstmal die letzte Tour für ein paar Stunden jetzt, ey. Hab keine Lust mehr. Ich kann auch empfehlen, das nicht zu übertreiben. Ich habe letztens auch irgendwie beim Sammeln, habe ich gemerkt, immer wenn ich mich gebückt habe oder immer wenn ich, wie sich hier
mich gereckt habe oder so, dann hat es hinten im Rücken gezogen und so. Dann war ich auch bei den Mediziner, die haben mir dann so eine Wärmepflaster gegeben. Ah, okay. Hört sich doch ganz gut an. Ja, sollte man nicht übertreiben, das ganze Bücken, das ist nicht gut für den Rücken. Ja, ja, das stimmt. Auch eine Maske gekauft, weil, wie gesagt, die ganzen Funken, die herumfliegen. Ist ja bloß eine Frage der Zeit, bis man was abkriegt. Du hast nur so eine Maske herbekommen, die sieht mir ein bisschen spooky aus irgendwie. Nur unten beim Maskenshop. Echt jetzt? Jo. Ich verkaufe dir so eine Maske. Klar. Nicht schlecht. Ist schön mit Tönung in den Augen und so, dass dann auch in helle Sachen reingucken kannst und so. Filter vorne. Prima. 35 oder 40 oder so. Ging noch. Geht ja. Na denn, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Bestimmt beim Verkauf da hinten, ne? Ja, ich denke beim Verkaufen, glaube ich, ja. Bis denn. Tschüss. Mikrofon muted. Verdammt, da ist schon wieder kein Licht. Und weg. Denn schlaf gut, Powershooter. Danke, dass du hier warst. Und danke für deine Loots. Danke, danke, danke. Schlaf gut. Träum was Schönes. Wieder NBA-Werbung. Das ist nicht so meins. Sportspiele. Nee, nee.
Ruckerzatte, danke für dein Loot. Schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe letztens mal kurz in deinen Stream reingeschaut. Ich weiß gar nicht, was da gezockt hast. Ich glaube Scum, ne? Aber bin mir jetzt nicht sicher. Ich guck bei so vielen Leuten mal kurz rein. Schon ein bisschen her. Bestimmt Scum. Ja, siehst du? Ich habe mir heute auch Scum gekauft. Einerseits hat mich das Lecken so ein bisschen gestört immer, ne? Aber Mensch, das ist ein Alpha-Spiel, ne? Und Alpha-Spiele ist nun mal so, ne? Dass das dann irgendwann mal behoben ist. Ist halt nicht so wild, aber wo denn noch ein guter Bekannter von mir noch ein bisschen was da erzählt hat, was da noch alles kommen soll und so. Und dachte ich mir, Mensch, ey, 16 Euro, noch was, das ist jetzt nicht so wild. Ja, Project 5, ja, was soll ich sagen? Microphone activated. Ich denke mal, dir kann ich inzwischen vertrauen. Ich lasse mal meinen Kofferraum offen. Ja, du, ich lasse meinen auch offen. Ich kann dir empfehlen, park so wie ich, dann kannst du die Klappe einfach da rauflegen. Ja, okay, mache ich nächstes Mal. Ja, es geht halt schneller dann alles, ne? Mhm. Wäre halt auch schon cool, wenn man so die Anzahl gleich greifen könnte, die man haben möchte, ne? Ja, ja. Nicht erst alles einzeln durchzählen. Ja, oder du, dass du einfach den Typen sagen kannst, yo, jetzt alles hinten drin, nimmst dir raus, gib mir das Cash und gut ist. Genau, oder dass sich da irgendwie einen Angestellten holt, der das ausräumt. Nö, ja, das wäre schon cool. Ja. Ach so, falls du was von irgendwie einen Rucksackverkäufer oder einen Taschenverkäufer hörst, ne, kannst du mir auch Bescheid sagen. Alles klar. Würde bestimmt helfen. Das würde helfen, ja. Microphone muted. Okay. Wenn ich wäre total nicht schlecht, Ruckerzatte, wenn du mir ein Whisper sendest, wo du den Link drin hast, dann kann ich mir den gerne mal angucken. Ich verpeile das sonst bestimmt wieder bei dir zu gucken. Weil mein Bot, der würde bestimmt deine Nachricht timeouten, wenn du jetzt einfach so einen Link schreibst, aber wenn du es mir per Whisper schickst, dann gucke ich mir das gerne mal an, weil ich habe, wie gesagt, noch keine Minute Scum gespielt, immer bloß ein bisschen geguckt in Streams und so. Wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich so schlecht Luft kriege. Meine Maske noch auf. Gar nicht mehr gemerkt, ne? Nee, irgendwann ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, man gewöhnt sich dran. Deswegen war da die Straße vorher noch so dunkel. Verdammt. Ja. Könnte aber auch daran liegen, dass wir einen späten Abend haben hier. Ja, aber dunkler als sonst irgendwie gefühlt. Ja, gut. Okay. Ich dachte schon, Mensch, sind meine Augen schlechter geworden? Nee, ich hatte noch meine getönte Brille da auf. Na gut. Ich bin mal weiter, ne? Ich wünsche noch viel Spaß. Jo, ebenso. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja, gleichfalls. Peace. Microphone muted.
Microphone muted. Ja, genau, mit mehreren Leuten ist das Stichwort. Also alleine werde ich da wahrscheinlich auch nicht so viel Spielspaß haben, aber mit mehreren Leuten ist das immer noch was anderes, ne? Da kann man ja auch so eine Unterkunft bauen und sowas. So ein Shelter oder was das da war. Erstmal mit PvE anfangen, damit man alles erstmal kennenlernt. Aber ich glaube, heute werde ich das nicht mehr schaffen. Aber zumindest speichere ich mir den Link erstmal ab. Dankeschön dafür. Dann gucke ich mir das mal morgen wahrscheinlich an, weil ich habe morgen Vormittag auch noch einen Termin. Dann kann ich heute auch nicht so mega lange machen. Gespräch wurde beendet. Microphone activated. Hallo? Hi Charlie, hörst du mich jetzt? Ja. Ja, perfekt. Ich habe da einen Kollegen, der sagt wohl, sein Wagen frisst unglaublich viel Sprit und so weiter. Ob du da mal drüber gucken könntest. Oh, wenn der viel Sprit frisst, dann könnte da was mit der Dichtung nicht in Ordnung sein. Wir haben keine Ahnung, aber wir haben eine Hebebühne, die man zusammenschieben kann für LKWs. Da passt auch ein Auto notfalls drauf. Beim Hafen. Wenn du da drüber gucken willst, wir sind in, also nicht 20 Minuten vor Ort, wenn du da noch da bist. Okay, na ja, möglicherweise schon. Also, cool. Ich bin gerade auf dem Rückweg, also ich mache noch ein oder andere Besorgung und dann komme ich runter, ja? Alles klar. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao. Microphone muted. Ja, und ich habe auch das Gefühl, jeder Dritte spielt da einen Sniper. Bei Scum, ne? Also, die suchen sich dann ihre Sniper-Waffen und schießen dann die Leute aus 300 Meter Entfernung um und so. Kann man machen. Kann man ja. Aber ich finde, so eine Waffen sollten extrem selten sein, so eine hochwertigen Waffen, sage ich mal, wie eine MG oder ein Snipergewehr oder so, die sollten extrem selten sein. Das ist halt ein Überlebensspiel, ne, Survival und so, und da haben eigentlich automatische Waffen nichts drin zu suchen. Nicht wirklich. Außer das ist wirklich, du willst so ein PvP-Event triggern, ne? Dann kann man das natürlich vom Loot her anders machen, dann kann man auch PvP machen. Aber beim Überleben ist eigentlich eher Axt- und Speerkampf oder sowas. Das ist doch viel interessanter, als wenn einer einseitig mit einem Snipergewehr die Leute bloß ausknipst, ne? Genau. Also ich finde, das ist viel, viel besser, wenn man denn nicht so hochwertige Waffen hat und so und dann eher mit rudimentäreren Mitteln kämpft, denn sozusagen, ne? Dann hat der andere auch mal eine Chance. Weil so ein Speer kann sich jeder zusammenkräften, ne? Ja gut, wenn das wirklich so selten ist, dann. Aber auch so allgemein irgendwelche automatischen Gewehre und sowas, finde ich. Persönlich sollten vielleicht jetzt nicht so inflationär verteilt werden. Sollte schon selten sein. Handfeuerpistole, das ist was, noch was anderes. Da bist du ja auch 100 Meter gar nicht richtig genau und so, ne? Die haben ja dann noch kein Zielfernrohr. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Und wenn du kein Magazin hast, dann hast du bloß eh eine Waffe, eine Mumpel im Lauf, ne? Oder so. Das hat schon interessante Aspekte, das Spiel. Obwohl ich das mit dem Kacken schon ganz schön eklig finde. Das hätten sie irgendwie, naja, nicht ganz so detailliert ausarbeiten müssen.
Kann ich hier nicht tanken? Hier geht's. Was war das jetzt? Diesel. Diesel. Tanke 18. 18 Liter für 9 Dollar. Das ist ja Schnäppchen. Ja, und da hast du recht. Du rennst 2 Stunden rum, sammelst dein ganzes Inventar voll und dann schießt dich aus 200 Meter Entfernung irgendeiner campenderweise weg, weil er einfach Bock drauf hat, alles abzuschießen, was sich bewegt. Das ist denn schon sehr ernüchternd und raubt dir denn auch schon ein bisschen Spielspaß, das kann ich schon verstehen. Wenn du von einem Mech getötet wurdest oder so, dann weißt du ja meistens noch, wo du liegst und so und kannst dein Loot wiederholen und so. Microphone activated. Ein Moment, ich parke schnell ein, dann ist die Einfahrt wieder frei. So. Microphone muted. Bevor sie mir mein Auto wieder klauen. Packe ich das lieber ein. Yo. Wo kriegen wir jetzt noch was zu essen her? Irgendwo muss doch hier so ein Shop sein, zum Essen kaufen. Hä?
Da ist doch jeder. Da fahren wir erstmal hin. Ich glaube, da ist auch gleich eine Tanke, da können wir gleich tanken. Hier ist gar keine Einfahrt. Das ist ein Benziner. Okay. Muss erst einen Einkaufskorb voll machen. Noch ein bisschen trinken. Hey. Jo, 28 Donner. Das kann ich mir gerade so leisten. Abbrechen, was haben wir in der Tasche? 381. Ja, wobei, eigentlich könnte man hier noch... Ich hätte gerne Rolle Panzertape. Ja, das Temperaturfeste, ne? Und einmal noch hier ein bisschen Dichtmasse. Ja, auch die Temperaturfeste. Ich habe da so eine Theorie. Danke. Muss ich noch mal nachgucken. Ich bin da gar nicht vorbereitet auf Reparaturen. Was ist das? Oh, zu laut. Viel zu laut. Okay. Viel zu laut. Das muss ich wahrscheinlich irgendwie mal leiser machen.
Ist natürlich viel zu laut alles. Da würde ich mich gerne ein bisschen vorbereiten, ne? Clip-Dealer. Okay, alles klar. Dann schönen Abend noch. Und vielleicht sehen wir uns, ja, richtig. Clip-Dealer begehrt, oh. Mal kurz gucken, finden wir da auf die Schnelle was. In den Warenkorb, ja nee. Wenn ich das schon sehe, in den Warenkorb. Da hätten wir was auf YouTube. Ich glaube, damit kann man arbeiten erstmal. Ja, und dann noch Werbung. Ne, kommt keine Werbung, gut. Wo haben wir das hier? Können wir da drunter laden? Ich hatte doch da einen Konverter irgendwo, das einfügen, MP3. Ja, Moment, keine Text setzen, Download starten. Schmeißen wir gleich in den Soundbites-Ordner. Booktape, genau, speichern. So. So, dann machen wir auf diese Taste ein Sound. Ach, er ruft schon wieder an. Microphone muted. Ja, moin. Hallo. Charlie? Ja. Microphone activated. Ja. Ah, da ist er.
Ja. Du bist noch nicht beim Hafen, oder? Nee, bin noch nicht beim Hafen, aber ich habe gerade noch ein paar Sachen gekauft, weil ich dachte, ich denke schon, ich weiß, woran es liegt, aber muss ich mir noch genauer angucken, natürlich, ne? Ja, wir sind jetzt aber gerade nicht beim Hafen, wir sind beim Mirror Park. In der Rad müssen noch immer. Wenn du da hinkommen willst. Okay, das können wir machen. Kennst du das Lagerfeuer? Nee. Okay, auf jeden Fall an der Straße ist hinter so Büschen ein Lagerfeuer. Da sind doch zwei, drei Bikes, so Motorräder. Okay, na, ich fahr da mal hin und wenn nicht, dann stehst du da irgendwo winkend, oder? Genau. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Mikrofon muted. So, das müssen wir rausnehmen. Okay. Choose Fire. Ditta. So, da müssen wir Hotkey. Ach nee, das können wir ja hier nicht machen. Advanced Options. Crop Sound. Kann man hier nicht nochmal abspielen? Nö. Wie der ist. Hard Sound bei 0 Sekunden und Stopp after 300 Millisekunden vielleicht, ne, reicht nicht, 600. Müsste man jetzt noch anfassen können natürlich. Sieben. 7.500. Achttausendfünfhundert. 9.000. 3, so Optionen, total nicht vorbereitet, Hotkeys hinzufügen, erweiterte Aktion, Plugin Hotkey, RP Soundboard, Pressbutton 1, gehen. Ja. So. Mirror Park. Lord,
Ich schätze mal, da muss ich da oben auch noch hoch. Mit dem Mini? Hallo? Hallo? Yo, bist du ein Mechaniker? Hey, ja. Ja, perfekt. Da, da vorne, das Auto. Das, das hier links? Jo, der, nee, die Rostlaube. Okay. Der schluckt Sprit, habe ich gehört. Ja, aber... nicht mehr in normalen Mengen. Ja, ich habe da schon eine Theorie, das muss ich mir mal angucken. Ja, ich habe halt überlegt, dass es vielleicht der Benzinschlauch ist, der da irgendwie ein bisschen rumspackt oder nicht mehr ganz dicht ist. So, hier vorne ist eigentlich... ja, vielleicht muss ich mich da auch einfach mal in Dreck legen. Das hilft halt alles nichts, ne? Müssen wir mal runter gucken. Schauen wir uns mal an. So. Also hier vorne sieht eigentlich noch alles gut aus. Aber meistens ist es wirklich am Benzinschlauch, weil so ein Auto kann eigentlich selten viel mehr Sprit schlucken als normal. Also ich bin am Mount Chiliad eben losgefahren, beziehungsweise oben bei Paletto Bay, bei der Holzfabrik, bis hierhin und der hat fast 10 Liter jetzt geschluckt. Eieieiei. Also hier sieht eigentlich gut aus. Moment, ich gehe dann mal nach hinten, weil hinten ist ja der Tank. Ich komme sofort wieder, ja, ich gehe mal kurz hoch zu dem Shops. Okay. Brauchst du einen Schlüssel oder so? Ich hab... Auto ist offen, falls du irgendwie Kofferraum oder so aufmachen musst, ne? Alles klar. Bis gleich. Jo. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Machen wir hier... kleben wir ordentlich zu. Okay. Das sollte reichen. Vorne bei der Spritpumpe, da ist aber auch noch was. Da leckt es doch noch ein bisschen. Okay. So, da bin ich wieder. Ach, da ist er wieder. Ja, ich wollte mal kurz, aber... nee, Schlüssel steckt ja nicht, kriege ich nicht angeworfen. Ich habe jetzt mal hinten unter geguckt, also irgendwo hast du wahrscheinlich aufgesetzt. Da ist die Spritleitung auch angeknackst gewesen, also ein Loch drinne habe ich hier mit ein bisschen Panzertape und so, ne?
Jo. Einfach gemacht, zusammengeklebt wieder ordentlich, weil ich habe ja jetzt keine Ersatzleitung einfach so bei, ne? Habe ja, ich mal gut. Notdürftig zusammengeklebt und hier vorne bei der Spritpumpe, da war eigentlich auch noch irgendwie, also das ist wahrscheinlich Altersschwäche gewesen, da war der Gewebeschlauch dann auch irgendwie ein bisschen porös und so, da habe ich dann einfach auch nochmal rumgewickelt. Panzertape. Also kannst so du mir Klebeband. Sonst deine Nummer mal geben, dann kann ich dich mal anrufen, dann machen wir mal einen Termin, dass du das richtig reparieren kannst alles. Na, momentan habe ich auch leider keine Werkstatt. Das ist das Problem. Aber ja, du kannst zu uns zum Truckstop kommen. Beziehungsweise zum Hafen. Da hat der Chef nichts gegen. Der Donner ist eigentlich ein ganz entspannter Boy, was das angeht. Okay, das können wir dann ja. Ja, dann können wir auch Sachen tauschen, ne? Also, wenn der dann auch. Moment, muss ich mal kurz gucken. Meine eigene Nummer habe ich jetzt nicht so im Kopf. Ruf ich selten an. Vorwahl hast ja. Ich bin Charlie. Jo. Also Charlie mit IE geschrieben. So, Charlie, Mechaniker. Jo, 069. Ja, 46. 46. 11. 11. 66. 66, perfekt. Kannst du mir ja noch eine SMS mit deinem Namen schreiben und dann weiß ich auch, wer das ist. Hast du bekommen. Super, dankeschön. Was macht das? Gar nichts. Ich habe ein bisschen Panzertape gekauft, das brauche ich nachher so und so bestimmt bei meinem Auto auch mal, wenn ich irgendwas repariere und so, also brauchst du mir nichts für geben. Ja, aber allein wegen der Anfahrt, dann kannst du wenigstens mal tanken gehen oder so. Oh, dankeschön, dankeschön. Das ist nicht nötig, aber danke, nehme ich trotzdem. Ja, du, das ist nicht selbstverständlich, dass man um die Uhrzeit nochmal eben hier spontan sich in den Dreck reinlegt und ein Auto mal eben macht. Mich hat ja auch ein Kumpel angerufen, also für jeden. Alles okay bei euch? Ja, bei uns ist alles okay. Wir sind gerade hier am gucken. Das Auto läuft irgendwie ein bisschen unruhig und war ein bisschen kaputt. Ja, alles ja, okay. Okay, gut, dann fahren wir mal weiter. Alles gut. Ist so was hier los war? Eben die Koppers standen da hinten schon mit Warnleuchte und Mediziner waren auch hier. Ja, die Mediziner sind unten, weil da jemand durchs Feuer gelaufen ist und der ist jetzt einfach zusammengeklappt. Kurzer Zeit. Ja, und die Cops sind halt hier, weil sie wieder Kontrollfahrten machen und nichts Besseres zu tun haben. Okay. Ja, aber ich denke mal, es sollte erstmal wieder funktionieren. Also ja, ist halt eine Notflick-Reparatur, aber geht als erstmal wieder, ne? Und verlierst auf jeden Fall nicht mehr so viel literweise Sprit, ne? Perfekt. Dann melde ich mich bei dir, dann machen wir mal einen Termin, dann kannst du mal die Tage runterkommen zum Hafen oder wir treffen uns irgendwo bei einer Werkstatt oder so. Ich höre mich wieder mal. Ja, abends ist meistens immer besser, ne? Also alles klar. So ab 19, 20 Uhr ist immer am besten. Sonst ist dein Motorrad abgeschleppt. Okay. Gut, dann. Dann bedanke ich mich bei dir und wir hören uns. Ich schreibe dir. Schönen Abend noch, ne? Jo, danke dir auch. Ciao, ciao. So, Mike. Nein, stopp. Bitte. Microphone muted. Ich dachte, das ist ein LKW. Musik? Will er auch nicht. Okay, weil der wahrscheinlich im Fokus ist. Okay.
kurz noch gucken, was der Wuckerzotte mir da geschrieben hat. Okay, das haben wir. Dann fahre ich zu meinem Schlafbus und speichere mir noch die Nummern vorher vielleicht ein. Ja. Das regnet bestimmt die Nacht. So. Nee, fast abgeschlossen. Gut. Ja, dann noch die paar Nachrichten checken. Ja, du Kopf wie sieb musst du aufschreiben, ne? Ja, ein Blatt. 5-0. 6-7. 5-2. 5-2. Renko Connor, schreibt ihr mir gleich seinen richtigen Namen. Okay. 2-6. 2-8. 1-5. Das ist mein Lo. Alles klar. Hinzufügen. U69 26 28 15. Speichern. Hinzufügen. Mit. Geht er noch drin oder was? Frank. Oh. Connor. 069 50 67 52. Speichern. So, haben wir das auch schon mal. Kennen wir schon mal ein paar mehr Leute. Mal rumgeflickt an einem Auto. Die ersten Reparaturen mit Panzertape. Ja. Dann genießen wir noch einen Moment den Ausblick.
viel Geld habe ich bei? $81. Achso, der hat mir gerade Geld gegeben. Gut. Kontostand. Die habe ich doch gelesen, oder? Gut. Super. Super, super, super. Haben wir das alles erledigt? Genug gemacht für heute. Ich habe morgen noch einen Termin, morgen Vormittag. Sonst hätte ich auch ein bisschen länger gemacht. Machen wir unseren Schlafbus fertig. Zack, zack, zack. An alle, die noch da sind oder so. Danke fürs Zuschauen. Charlie meldet sich ab. Wir sehen uns morgen wieder. Sehr wahrscheinlich. Vielleicht auch morgen mit Scum. Mal sehen. Aber mal schauen. Winke, winke. Goodbye. Das wieder, ja. Buenos. Noches oder wie das heißt. Tschüss.